Okay. Ja. Herzlich willkommen zu Rot-Weiß, dritte Ausgabe in der neuen Saison. Und wir sind noch mitten in der Testspielphase. Und wir haben euch versprochen, wir sind jetzt alle zwei Wochen für euch da. Immer wieder mit neuen Spielerkombinationen. Heute mit dabei Maximilian Oesterhellwig und Dominik Pelivan als neues Gesicht, als neues altes Gesicht natürlich. Und der wird jetzt hier die erste halbe Stunde mit euch chatten. Ihr könnt alle Fragen reinschreiben bei Twitch und bei YouTube. Und weil die Frage hier auch schon kam bei YouTube, ihr könnt das heute frei gucken. Ja? Also einfach rein schalten und wir stellen den Link dann auch gleich nochmal online für euch, für alle die, die vielleicht noch nicht mit dabei sind. Und ich übergebe jetzt erstmal an Dominik, schießt los mit euren Fragen, ihr seid ja schon fleißig mit dabei. Ach, das brauche ich auch. Hallo erstmal. So, die erste Frage, wieder gut in Cottbus angekommen? Ja, sehr gut. Bin ja noch vertraut mit den ganzen Leuten und Abläufen. Was haben wir noch? Guten Abend. Moin Hendrik, moin. Was hat dich bewegt, zu uns zurückzukehren? Ja, ich denke, ihr habt in der letzten Saison eine gute Spielzeit gespielt. Deswegen immer interessant. Was sind deine persönlichen Ziele für die Saison? Ja, erstmal gesund bleiben auf jeden Fall. Und dann natürlich den größtmöglichen Erfolg mit der Mannschaft zu haben. Auf welcher Position siehst du dich nächste Saison? Eigentlich überall außer am Tor. Grüße zurück in den Allgäu. Wie läuft die Vorbereitung? Gut, gestern sehr anstrengend gewesen tatsächlich. Hast du die Nordwand vermisst? Ja, natürlich. Welche Trikotnummer wird es werden? Die 5 ist es geworden. Kannst du gut lesen? Ja, ich kann top lesen. Das habe ich auch gesehen. Überhaupt richtig kennengelernt wegen Corona. Weiß ich nicht, was gemeint ist. Morgen ein Bier zusammen. Schauen wir mal. Was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Viele schöne Sachen, ne? Rausgehen, was essen, immer gut. Backgammon, ja. Die Nummer 16 stellt fleißig Fragen hier. Wir sehen uns morgen in Hohenleipisch. Auf welchen Gegner in der Liga freust du dich am meisten? Ja, gegen den Ex-Verein ist immer ganz gut. Also Chemnitz schon, würde ich sagen. Warst du schon mal im Coffee Latte?
Ja, war ich. Mit wem aus der Mannschaft verstehst du dich am besten? Gibt eigentlich kaum jemanden, mit dem ich mich nicht verstehe, aber ja, würde sagen Axel Bockmann, Tobi Hasse, Tim Kampulka. Welcher Verein wird der größte Konkurrent deiner Meinung nach? Schwierig zu sagen. Ich denke, Jena ist, glaube ich, ganz gut dieses Jahr. Wen haben wir noch? Erfurt natürlich. Gibt schon einige. Was sagst du? Alt-Dienicke. Lok wird wahrscheinlich auch oben mitspielen, wie immer, jedes Jahr. Also gibt schon einige Vereine. Was tippst du für das Spiel gegen Lubin? Boah. Schwer einzuschätzen, aber ich denke mal, sollte das Ziel sein, dass wir das gewinnen. Lieblingsrestaurant in Cottbus. Was sagen wir da? Kirschblüte? Wer ist der witzigste Spieler im Team? Wen darf ich jetzt ehren? Was sagst du, Maxi? Dennis? Schwierig, ne? Ja, gehen wir mal, Slammer. Welcher Spieler kann nach Cottbus kommen noch? Was ist mit Nils Petersen? Ja, Nils Petersen, weiß ich nicht, ob der kommt. Musst du mal fragen, ob der Zeit hat. Hey Peli, wie war der Sommerurlaub? Erstmal Peli schwer, schwieriger Spitzname. Aber mein Urlaub war gut, ich war in Griechenland. Wieso ist die Banane krumm? Das ist auch eine gute Frage. Wer schießt bessere Standards, du oder Max Österhellwig? Das könnt ihr ihn später selber fragen. Weiß hier, hier wird ja auch ordentlich geschossen, ne? Immer hier Freistoßtor lese ich hier. Ja. Wie sind für euch Termine wie dieser gerade? Ich denke, der Termin hier ist angenehm. Es gibt deutlich nervigere Termine, aber es gehört dazu. Ich denke, wir werden heute einen schönen Abend haben hier zusammen. Was macht der neue Prokopenko für einen Eindruck? Ja, sehr gut, netter Junge. Heute erstmal mittrainiert, deswegen kann man dazu nicht viel sagen, aber ich denke, der hat seine Qualitäten. Gestern, stimmt, 1000 Meter Läufer hat er auch gut mitgemacht, gestern schon. Hast du einen Lieblingsverein in der ersten Bundesliga? Wenn ich mich entscheiden müsste, vielleicht Dortmund, aber eigentlich auch nicht so wirklich, ne. Was ist denn dein Spitzname? Ach, das war bestimmt in Bezug auf Peli. Dome. Messi oder Ronaldo? Ganz klar Messi. Muss ich mich entschuldigen an alle Ronaldo-Fans? Woran erinnerst du dich in deiner Zeit, Cottbus, gerne zurück und was ist nicht so toll gelaufen? Ja, die Zeit war trotzdem gut, viele coole Leute kennengelernt, natürlich den Verein auch kennengelernt, das ist ein super Verein. Was ist nicht so toll gelaufen? Ja, gibt einige Sachen, natürlich Corona war nicht so cool, so keine Zuschauer da gehabt, Saison abgebrochen. Ist morgen nochmal Training? Ja, morgen früh. Wieso sind wir nicht aufgestiegen? Gute Frage. Gute Frage. Wahrscheinlich ohne Relegation wären wir aufgestiegen, weil wir erst letzte Saison Erster geworden sind. Beziehungsweise nicht ich, aber der Verein. Auf welcher Position und Formation spielst du am liebsten? Boah. Ich spiele überall da, wo mich der Trainer aufstellt. Sehr, sehr erwachsene Aussage. Nee, schon im Mittelfeld. Die Vorbereitung intensiver als in Chemnitz? Die ist auf jeden Fall anders.
intensiver, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber auf jeden Fall, ja, wir trainieren vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür auch intensiv, deswegen ist es schwierig zu sagen. Was erhoffst du dir für die Saison? Habe ich vorhin schon gesagt, gesund bleiben an erster Stelle und dann eine erfolgreiche Saison zu spielen. Wer hat beim Lauftraining die größten Probleme? Ja, aber würde ich mich am liebsten bedeckt halten, aber nach gestern ich habe ihn vorhin gelobt, Dennis, für seinen Humor, aber gestern gab es einen Vorfall, müsst ihr ihn vielleicht mal fragen, wenn er hier ist. Hat er gestern in der Vormittagseinheit nicht so eine gute Figur abgegeben. Geht einer der Spieler auch mal angeln? Es ist ja auch eine Art Sport. Ich glaube, Tobi Hasse geht gerne mal angeln. Paul Mölder auch, ja. Hast du einen Lieblingsverein in der zweiten Bundesliga? Ja, da muss ich fast schon sagen, Hertha. Als Berliner. Wie viele Tore schießt du in dieser Saison? Ich hoffe eins. Eins wäre ganz gut erstmal. Und dann schauen wir mal. Was hast du beim Mannschaftsabend gesungen? Xavier Naidoo? War, glaube ich, ganz gut. Die Meinung zu den neuen Trikots? Ja, gefällt mir. Machst du noch eine andere Sportart gerne in deiner Freizeit? Nicht wirklich, aber ich spiele auch ab und zu gerne mal Basketball. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gut bin, aber es macht mir Spaß. Wie viele Tore schießt Max diese Saison? Hast du was im Kopf? Erstmal eins und dann gucken wir mal. Step by step. Das sind fiese Fragen, manche kann ich jetzt nicht beantworten. Noch Kontakt zu Christian Tiffert? Gerade nicht, aber er hat eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Deswegen kann ich nur positiv von sprechen. Wo siehst du uns am Ende der Saison? Hoffentlich auf der 1. Wie findest du die neuen Trikots? Welches schöne Heim- oder Auswärts? Das Heimtrikot, da haben wir jetzt 2-3 Mal drin gespielt. Ist schon ganz gut. Das Auswärtstrikot ist, glaube ich, das blaue. Da haben wir auch sogar drin gespielt, ne? Das Endtestspiel. Finde ich auch gut. Sag Maxi, er soll mal winken. Neben wen sitzt du im Bus? Ist unterschiedlich. Weil neben mir nämlich Karten gespielt werden und da rotiert natürlich gerne mal der ein oder andere rein und raus. Na, das sind ja immerhin schon mal 2 Tore, ja? 2 Tore sind besser als kein Tor. Dann hättest du bei erste Bundesliga ja Union sagen können. Ah, schwierig. Bereitet ihr euch jetzt schon gegen Paderborn vor oder spielt das noch keine Rolle? Nee, ich denke, das ist noch zu früh. Wohnst du über die Saison in Cottbus oder in Berlin? Cottbus. Statement zum Humor von Alex Sebald. Was sage ich da am besten? Speziell. Speziell ist ein gutes Wort. Deine Meinung zu Schalke? Habe ich eigentlich keine Meinung zu. Weder gut noch schlecht. Wie fandest du eigentlich von deiner damaligen Zeit bei uns unter Trainer Dirk Lottner? Ja, war jetzt nicht von Erfolg geprägt und auch leider sehr kurz. Ja, war jetzt nicht die beste Zeit meiner Karriere, aber ich hatte jetzt auch kein Problem mit ihm gehabt, deswegen belassen wir es dabei. Was sind deine Rituale vor einem Spiel?
habe ich eigentlich keine besonderen. Hast du einen allgemeinen Lieblingsverein? Ja. Würde schon sagen, FC Barcelona. Frag mal Max, wieso Wehling gegangen ist. Ja. Kannst du gleich bestimmt selber nochmal fragen. Sind bisher alle im Team fit geblieben? Ich glaube schon. Tim Heike hat jetzt ein bisschen Probleme gehabt, aber der war heute wieder auf dem Platz gewesen. Wie stark schätzt ihr Lubin morgen ein? Boah, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich verfolge jetzt die polnische Liga auch nicht so. Wie ist Prokopenko so im Training? Ja, bei den Tausendern war er gut, ne? Bei den Tausendern lief er in der ersten Gruppe. Also laufstark ist der Junge. Schalke oder Dortmund? Ich glaube, da kriege ich ein Problem mit Axel Borgmann als alter Schalker. Aber um natürlich noch ein bisschen Würze reinzubringen, sage ich Dortmund. Schafft der Thiele die Vorbereitung noch? Was soll das heißen? Findest du, Tünay hat großes Potenzial? Gute Frage. Ja, der hat es nicht schlecht gemacht. Potenzial hat er auf jeden Fall. Wofür es dann am Ende reicht, das kann, glaube ich, nur er beeinflussen. Aber als so junger Spieler hat das, finde ich, ganz gut gemacht. Würdest du nochmal zum CFC zurückkommen? Fragt Maxi mich auch gerade. Ich denke, im Fußball darf man nie irgendwas ausschließen. Ich hätte so 2 Jahre eine schöne Zeit da gehabt, aber der Fokus liegt jetzt erstmal ganz klar auf Energie Cottbus. Oh, das ist auch eine fiese Frage. Union oder Hertha? Muss ich Hertha sagen. Wer musste als erst eine Strafe in die Mannschaftskasse einzahlen? Oder bisher noch keiner? Ja, Einstand mussten die neuen Spieler zahlen. Ich unter anderem auch. Haben unter anderem auch den Mannschaftsabend mitfinanziert. Dann gab es noch Kapitänsbinde, musste ich auch zahlen. Das sind jetzt aber keine Strafen. Ich weiß gar nicht, ob jemand eine Strafe bisher hatte. Ich glaube noch nicht. Wie groß ist die Aufregung, im Wohnzimmer das erste Mal zu spielen? Aufregung bestimmt vorm Spiel dann, aber ich würde jetzt sagen, Vorfreude ist riesengroß. Was lasst? Wer hat am besten gesungen beim Mannschaftsabend? Oh. Am besten. Ich überlege gerade, ja, am besten. Ja. Eddie war ganz gut. Kampe, Tim Kampulka fand ich auch überragend. Das wurde, glaube ich, nach 15 Sekunden abgebrochen. Aber die 15 Sekunden waren top. Die Socken von Maxi kannst du, glaube ich, auch im Fanshop erwerben. Getragen auch, sagt er gerade. Welcher ehemaliger Mitspieler spielt mittlerweile am höchsten? Ja, gibt schon ein, zwei, die Bundesliga gespielt haben. Maxi Mittelstädt, Jordan Torunariga, der spielt jetzt in Belgien. Beste die Performance beim Mannschaftsabend, habe ich ja gerade gesagt. Tim Kampulka war gut. Grüße an den kleinen Dietrich. Lieblingsalkoholgetränk, Lieblingsgetränk allgemein. Ich bin kein Fan von Bier, auch wenn das einige vielleicht nicht hören wollen. Sonst alles immer gerne, zu gewissen Anlässen. Lieblingsgetränk allgemein. Ja, so ein Eistee oder so geht schon mal.
aber ansonsten Wasser. Sag mal Max, dass er eine gute letzte Saison gespielt hat. Wer wird der neue Kapitän? Ich glaube, der neue Kapitän ist der alte Kapitän. Ziemlich sicher. Wer hat deiner Meinung nach in Deutschland die besten Fans, Platz 1 bis 3? Auf 1 würde ich sagen, vielleicht Frankfurt. Frankfurt, Dortmund, sowas vielleicht. 1 und 2. Und sonst, ja, muss ich sagen, Union hat auch, also wir haben ja mit Chemnitz gegen Union im DFB-Pokal gespielt, das waren auch schon, war gut gewesen. Kommt keiner an Engelhardt seine Lead-Performance ran oder Maxi? Achso, ist eine Frage an dich. Warst nicht dabei, ne? Aber ich hab's auch gesehen, ja, die war natürlich, die war stark. Die war echt stark. Da kam keiner ran, ne? Lieber Vormittagstraining oder nachmittags? Hat beides Vor- und Nachteile. Aber an sich würde ich sagen, lieber vormittags, weil dann hast du den Nachmittag frei. Will die Saison mehr Freischusstore von Maxi sehen? Können gerne zusammen trainieren. Ja, der David, kannst du kommen und zeigen. Machst du unsere Freischuss-Challenge mit. Lieblingsgetränk Wasser, Wasser ist zum Waschen da. Ja, gut. Hast du auch recht. Aber Wasser, vor allem wenn du Durst hast, gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres als ein schönes, kühles Wasser. Würdest du dir zutrauen, Kapitän zu werden? Ah, nee. Das soll mal der Axel machen. Hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Und bitte Jule im Stadion endlich mal Freundschaft sein. Freundlich sein. Alter Jule. Neoa. Was ist dein Lieblingsessen? Ah, ist auch mal eine gute Frage. Nudeln esse ich schon ganz gerne. Ja, was gibt's noch Gutes? Burger auch. Kann ich mich jetzt nicht festlegen. Bayern oder Dynamo? Dynamo. Was ist das für eine Frage? Beides nicht meine Lieblingsvereine. Wie lange läuft dein Vertrag? Grüße an Maxi von seinen zwei Raketen. Kennst du ihn? Richtig. Du bist doch mein Bester. Was isst du an einem trainingsfreien Tag und was vor einem Training? Ja, das ist eigentlich kein Unterschied. Ich glaube, im Urlaub isst man schon ab und zu mal was man so in der Woche nicht isst, aber ansonsten eigentlich relativ ähnlich immer. Gesunde Sachen. Strand, Meer oder Berge? Strand, Meer auf jeden Fall. Mit Bergen kann ich aktuell noch nicht so viel anfangen. Wer wird der neue Torschütze? Tilo Dax. Konsole oder PC? Konsole. Was sagst du zum Humor von Tidelax? Überragend. In welchem Stadion würdest du mit Energie mal spielen, wenn du könntest?
Deutschland, Signal Iduna Park vielleicht. Und sonst. Bernabeu. Wer aus dem Team ist der Beste in FIFA? Boah, ich weiß gar nicht, wer das FIFA spielt. Ich habe auch lange kein FIFA mehr gespielt. Aber ich war mal ganz gut gewesen. Okay, wir wollen das Ganze jetzt natürlich nicht unterbrechen. Es geht noch weiter. Aber Domme soll natürlich auch noch mir Fragen beantworten. Deswegen würde ich sagen, du kannst jetzt kurz mal Luft holen. Wir spielen einen schönen Energiesong für euch. Und dann geht es gleich weiter mit Rot-Weiß, dritte Ausgabe. Heute mit Maximilian Oesterhelwig und Dominik Pelivan. Bis gleich. Im deutschen Osten, wo die Luft vibriert und brennt. Dort, wo das pure Leben tobt und durch deinen Kreislauf rennt. Hier, wo man noch Freunde hat und fest zusammenhält, folgt man einer Mannschaft bis ans Ende dieser Welt. Wir sind die Fans von Energie und wir lieben. Im deutschen Osten, wo man festen Willen spürt, der uns durch eigene Energie zu vielen Siegen führt. Hier, wo wir zu Hause sind, hält uns kein Gegner auf. Selbst nach einer Niederlage stehen wir immer wieder auf. Wir sind die Fans von Energie und wir lieben. Wir sind die Fans von Energie.
Ich sag nochmal herzlich willkommen zu Rot-Weiß, dritte Ausgabe mittlerweile. Und heute zu Gast Maximilian Oesterhellweg und Dominik Pelivan. Mit Doma habt ihr jetzt schon die ganze Zeit gequatscht, deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit einer kleinen Talkrunde mit Maxi an. Erstmal schauen wir auf die absolvierten Testspiele. Da hatten wir schon 5 an der Zahl. SV Großrheschen, Energie Cottbus, das war so ein ganz nasses Spiel, 0-16. Bad Liebenwerda, Energie 0-7. Bei Bergen gab es ein 0-28 in Silo ebenfalls. Und bei der TSG Lübbenau ein 1-11. Da haben wir das erste Tor in der Testspielphase bekommen. Und die Torschützen unter anderem Hildebrand mit 15, Thiele mit 10, Östi selbst mit 10. Also das könnte eventuell sogar noch nachher eine Rolle spielen. Denn wir machen auch heute wieder ein Quiz. Am Quiz teilnehmen könnt ihr übrigens über Twitch. Und bei Twitch müsst ihr einfach nur abonnieren und wenn ihr Amazon Prime-Mitglieder seid, dann habt ihr sogar noch den Vorteil, dass ihr das einmal im Monat kostenlos tun könnt. Vielleicht nutzt ihr das einfach für Rot-Weiß. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt rein mit Maxi Oesterhellweg. Ist im Sommer 2022 von Carl Zeiss Jena zu uns gewechselt, in Gütersloh geboren. Das offensive Mittelfeld ist sein Revier. Und in Gütersloh hat auch alles mal angefangen. Dann hat er ein ganz paar Stationen absolviert. Eintracht Frankfurt, VfR Aalen, Sportfreunde Lotte, Chemnitzer FC. In der vergangenen Saison gab es insgesamt 31 Regionalliga-Einsätze. 27 Mal stand Maxi in der Startelf, 4-mal eingewechselt, 2-mal durchgespielt. Ein Jahr Cottbus, du hast damals zu mir gesagt, du bist jetzt mit uns zum 3. Mal in der Relegation gescheitert. Über all das wollen wir sprechen, aber erstmal Maxi, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und selber? Ja, danke, gut. Schön, es ist nur ein bisschen warm, ne? Wenig, klebt hier auch gar nicht. Wenig warm. Ihr seid mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Im Kader hat sich ja ein bisschen was verändert. 6 neue Spieler, Verstärkung aus der hauseigenen U19. Wie läuft es bisher? Ich denke ganz gut. Die ersten 2 Wochen waren so ein bisschen zum Reinkommen. Der Trainer hat das Trainingspensum so ein bisschen angepasst, natürlich an den kurzen Urlaub. Und für die Jungs, die neu kamen, die ein bisschen länger Urlaub hatten, haben ein bisschen mehr machen müssen. Jetzt diese Woche hat er natürlich direkt gestern richtig reingehauen, das hat man dann schon gemerkt. Heute sind wir ein bisschen runtergefahren, morgen dann auch früh Training und dann abends das Spiel. Ja, ist schon knackig. Du hast es gerade gesagt, die ersten Wochen und Tage, viel und intensives Training für ein Vorbereitungsspiele bisher. Beschreib mal in eigenen Worten, könnt ihr noch? Ja, klar können wir noch, sicher. Da ist noch Luft nach oben. Du bist einer der erfahrensten Spieler im Team. Bist du für unsere Jugend auch gerne mal Ansprechpartner? Also holen die sich Tipps oder hast du das automatisch so ein bisschen im Blick? Ich denke, man hat einen Blick dafür. Der eine oder andere kommt mal auf einen zu. Ich bin da relativ offen. Wir alle wissen es, Meister werden und nicht aufsteigen ist einfach scheiße. Aber für dich ist es besonders bitter. Du hast es mir damals gesagt im Gespräch, denn du hast da schon Erfahrung mit, oder? Richtig. Also schon 3-mal leider gescheitert. Extrem bittere Regelung. Gott sei Dank fällt die dieses Jahr weg. Gott sei Dank, dieses Jahr also direkt auf Sieg, wenn wir wieder Meister werden. Und ihr könnt natürlich fleißig auch bei YouTube und Twitch noch Fragen reinschreiben. Wenn ihr jetzt Fragen an Maxi habt, ein paar waren ja vorhin noch mit dabei, hier bei uns. Also gebt mir ein Zeichen, wenn was Interessantes dabei ist in der Regie, bitte. Und wir machen weiter mit, wie geht man jetzt damit um, wenn man sowas erlebt, so ein Nicht-Aufstieg, wie motivierst du dich? Also wie findest du zurück zu alter Stärke? Klar darf man auch erstmal traurig sein, gerade so die ersten Tage nach der Relegation. Aber nichtsdestotrotz muss man versuchen, das dann frühestmöglich dann wieder auch beiseite zu legen, dann wieder neue Kraft zu schöpfen. Ich war eine Woche im Urlaub mit meinem Schätzchen, mit dem Hund. Hat gut getan, habe Kraft getankt. Und dann steckt man sich wieder neue Ziele für die neue Saison. Ich meine, es ist doch klar, wir haben Ambitionen, wir wollen aufsteigen und dementsprechend ist Platz 1 das Ziel. Und dieses Jahr können wir den großen Traum leben. Und da muss man einfach vom ersten Tag an alles geben und dann denke ich schon, dass wir da gerade auf einem guten Weg sind. Hier hat gerade jemand geschrieben, Maxi, bestätige mal bitte meine Follower-Anfrage. Auch sowas kann man hier mal einstreuen. Ja, gerne, habe ich jetzt weitergegeben an dieser Stelle. Was findest du an Maxi Oesterhellweg am schönsten? An wen geht denn die Frage, Aldari? Ja, das müssten wir vielleicht noch mal klären. War Maxi bei Duellen gegen Gütersloh im Stadion? War Maxi bei Duellen gegen... Bei Dritte Liga-Duellen. Bei Dritte Liga? Ja, 3 Sterne hat er da geschrieben, oder? Also warst du in Gütersloh im Stadion?
Ich war auch schon mal in Gütersloh im Stadion, ja. Ist Alex Sebald dein bester Freund in der Mannschaft? Interessante Fragen, die hier kommen. Nein. Oh, das war ein knallhartes Nein, finde ich. Alex, wenn du gerade zuschaust, hast du dir selbst zuzuschreiben? Ja, ist wirklich wahr. Ich soll da sich mal hinterfragen. Du hast ja jetzt im Sturm vorne so ein bisschen Gesellschaft bekommen von Jonas Hildebrand. Der Trainer hat ihn ja damals umfunktioniert, weil er sein Talent für die Defensive erkannt hat. Was denkst du, wo kommt Hille am besten zur Geltung? Er soll mal lieber hinten bleiben. Ne? Also in solchen Testspielen macht das ja richtig gut vorne, da brauchst du ihn, er ist ja auch schnell und hat einen guten Abschluss. Aber ich glaube, in der Saison, man hat es ja wieder gesehen, ich glaube, wir waren die zweitbeste Verteidigung. Und da hat er natürlich einen großen Anteil daran. Was oder wer hat dich eigentlich damals überzeugt, dass Cottbus jetzt genau der nächste richtige Schritt ist? Ich glaube, das war Pele selber. Also die Gespräche mit ihm, also egal, wen man vorher gefragt hat, also wenn du zum persönlichen Gespräch kommst, ist das Ding durch. Ne? Also das kann er schon gut und das macht er auch gut. Also gerade, wie er es immer so schön sagt, einen Menschen zu begleiten und das ist mir extrem wichtig, weil man im Laufe der Zeit natürlich auch den einen oder anderen Trainer hatte, mit dem man vielleicht nicht so gut klarkam, aber da legt er extrem Wert drauf, dass hier der Mensch im Vordergrund steht und das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Also da geht keiner aus dem Büro raus, ohne einen Vertrag unterschrieben zu haben? Ja, der Vertrag kommt dann später erst, aber dann unterschreibt man auf jeden Fall. So, Pele, die Motivationsmaschine. Okay, gefallene Tore werden teils nur halbherzig abgeklatscht. Wäre es nicht toll, mit den Fans zusammen dazu abzugehen? Ich glaube, die Frage geht an euch beide. Ja, ich lasse mir die Saison auf jeden Fall mal was einfallen. Ich bin da sonst immer so, ja, ruhig. Ne? Klar freue ich mich, keine Frage, aber geht auf jeden Fall mehr. Okay, Aldari hat jetzt nochmal geschrieben, die Frage ging an Dome. Was findest du an Maxi am schönsten? Ich weiß jetzt nicht, wie die Frage gemeint ist, deswegen würde ich erst mal sagen, dass ich deinen Schuss schön finde. Danke, danke. Du bist ein toller Mensch. So, dann haben wir hier Dirk, der schreibt, wie viele Zaubertore schießt Maxi in der kommenden Saison? Und die Frage hatten wir weiter unten auch nochmal. Maxi, was ist diese Saison dein Ziel, was du an Toren schießen willst? Fragt auch Juste. Großes Ziel setze ich mir da jetzt nicht unbedingt, aber ich versuche natürlich immer irgendwie gefährlich zu sein. Na, klar, Tore schießen ist schon was Schönes. Wurmt einen das dann eigentlich, wenn andere mehr Tore geschossen haben? Das ist Ego. Nein, das brauche ich nicht. Also ich freue mich für die Mannschaft. Es geht hier um den Erfolg des Teams und auch das ist eine Sache, die muss man lernen. Ich meine, gerade wenn man jünger ist, ist meistens eine Ich-AG, weil der Fußball leider sich so ein bisschen verändert hat und viel nach Statistik aufgestellt wird und die Leute hoch wollen. Aber im Großen und Ganzen kommen Tore von ganz alleine, auch gerade dann, wenn man dem anderen was gönnt. Weil die Frage vorhin schon mal drin war und Dome gesagt hat, du wirst sie noch beantworten, fragt Maxi, warum Wehling gegangen ist. Müsst ihr ihn selber fragen. Ne? Also keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Also Jamie, einfach mal irgendwie an Nicolas Wehling wenden und nachfragen. Wenn ihr jetzt erstmal keine Fragen habt, würde ich weitermachen. Ihr seid in Bergen das erste Mal in den neuen Auswärtstrikots aufgelaufen. Ich muss sagen, für mich ein doch etwas ungewohntes Bild, Cottbus in Blau. Wie gefallen dir die neuen Trikots generell? Ich finde die Blauen eigentlich ganz cool. Also sowohl die Roten als auch die Blauen ist eine ganz gute Geschichte. Ich finde aber auch eigentlich die Weißen ganz cool, habe ich gehört, gibt es auch noch. Sehe ich mich auch. Und die Blauen haben ja auch eine ganz besondere Geschichte. Die Farbe Blau gehört ja historisch gesehen schon immer zu unserem Verein. Mit dem Oberliga-Aufstieg 1973 ist der erste große Erfolg unserer Vereinsgeschichte ganz eng mit diesem Blau verknüpft. Und das Aufstiegstrikot sozusagen ist dann zum 50-jährigen Jubiläum so entstanden. Können wir hier auch nochmal einschieben an dieser Stelle. Welche Größe trägst du? Musstest du eine Nummer größer kalkulieren? Nee, ich habe, glaube ich, L in dem Trikot. Also Maxi trägt eine L. Ich versuche das im Fanshop immer so zu vermitteln, damit die Leute ungefähr wissen, was sie einkaufen müssen. Eine Frage, die wir uns jetzt am Wochenende gestellt haben. 31 Grad im Schatten, die Sonne brennt. In Großrieschen hattet ihr einen Platzregen vom Feinsten. Was ist so des Fußballers Lieblingswetter? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Jeder empfindet das andere. Den einen macht die Sonne nichts aus, der andere spielt gerne im Regen. Also muss jetzt hier nicht Bullenhitze sein, aber ist mir eigentlich Schnuppe. Also ich lege da keinen großen Wert drauf. Auch wenn es eisig kalt ist?
ist auch eigentlich egal. Klar, lieber dann doch ein bisschen wärmer, also muss jetzt nicht unbedingt mit Winterhandschuhen auf dem Platz, aber ja, so ist das. So, Helena, ist das rote Trikot noch im Shop? Dann komme ich vor dem Spiel nochmal vorbei. Ich kann euch so viel sagen, ihr habt uns wirklich nackig gemacht, was diese Trikots angeht. Es ist der Wahnsinn. Ich weiß, wir haben im Fanshop jetzt noch rote Trikots in Größe 2XL. Ich möchte nicht lügen, Größe 2XL. Und zwei Kindertrikots in 4XS. Also wenn ihr morgen schnell seid, könnt ihr euch die auf jeden Fall noch sichern. Bei Blau sieht es ein bisschen besser aus und ich habe mir aber sagen lassen vom Julian aus dem Fanshop, aus dem Online-Fanshop, die haben Ware von Macron aus Bologna bekommen, deswegen, wir denken, wir legen im Fanshop dann nächste Woche wieder richtig los mit neuen Trikots und mit neuer Teamwear, dann könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Also wer 2XL trägt, gerne morgen vorbeikommen, dann könnt ihr auf jeden Fall zum Spiel schon in den neuen Macron-Trikots auflaufen. Hast du zugenommen? Letzte Saison war es Größe M. Nee, aber irgendwie sitzt das Trikot ein bisschen anders, deswegen trage ich persönlich lieber L. Hendrik schreibt, ist euch aufgefallen, dass ihr in den letzten Jahren in Weiß noch nie gewonnen habt? Ja, das habe ich auch schon mal gehört, aber das ist Aberglaube und sowas habe ich nicht. Mir geht es ja nur um die Farbe, ich finde es eigentlich ganz schön. Und klar, wollen wir dieses Jahr dann mal mit Weiß gewinnen. So, Jamie fragt jetzt, wie erreiche ich Wehling? Also heutzutage Social Media. Schau mal bei Facebook oder bei Instagram. Bei Instagram hat er auf jeden Fall ein Profil. Schreib einfach mal eine Nachricht und dann drücken wir dir die Daumen, dass er auch antwortet. Ansonsten, ja, die Trikots sind anders geschnitten, besonders im Taillenbereich ein bisschen enger. Die meisten nehmen eine Größe, sogar zwei Größen größer. So viel können wir euch auch an dieser Stelle schon mal sagen. Meine Fragen sind jetzt hier schon ausgegangen, weil wir so viele Fanfragen haben. Wer ist eurer Meinung nach der große Favorit um die Meisterschaft bzw. Aufstieg? Habt ihr vorhin schon beantwortet, aber für alle die, die vorhin noch nicht mit dabei waren? Ja, wir sind auf jeden Fall der große Favorit. Dann denke ich mal schon, dass Jena hat den Kader soweit zusammengehalten, die haben ein ganz gutes Gerüst. BFC hat gut eingekauft, Alt-Klinike ist sicher mit zu rechnen. Ja, eigentlich so die üblichen Verdächtigen, ne? Also Erfurt wird sicher auch mit am Start sein. Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Saison, gerade dadurch, dass die Relegation wegfällt. Du bist ja jetzt ein Jahr hier bei uns in der Lausitz. Hast du dich gut eingelebt? Definitiv, ja. Gibt es schöne Orte, an denen du hier auch mal entspannen kannst? Wo kann man maximal treffen? Ich gehe gerne mit dem Hund spazieren an der Spree. Das ist ganz schön. Ansonsten bin ich gerne mal ein Käffchen trinken am Markt. Einfach mal ansprechen. Ja, wir haben schon gesagt, also die Grüße gehen raus ans Café Latte. Wenn ihr uns gerne sponsern wollt, sehr, sehr gerne. Da trifft man alle unsere Spieler. Wie regenerierst du nach 3 Testspielen zum Beispiel in Folge? Da ist ja dann auch irgendwann mal die Luft raus. Was ist die beste Regeneration? Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Ich bin absoluter Saunagänger. Ich liebe die Sauna. Also ich gehe meistens dann kurz in die Sauna und lange ins Eisbecken. Gut essen auf jeden Fall und viel schlafen. Das erklärt jetzt auch Trikotgröße M, L. Richtig. Aber auch hier bei 31 Grad im Schatten in die Sauna gehen, ja? Ja, ziehe ich durch. Okay, ja, wer es mag. Wie gesagt, schreibt eure Fragen rein. Auf welcher Position muss noch nachgelegt werden? Finde ich auch interessant, fragt Lukas. Ich glaube, wir wollen vorne noch was machen, soweit ich weiß, auf den Außenpositionen. Ansonsten sind wir eigentlich ganz gut besetzt. Okay. Ja, Smalltalk mit den Spielern ist immer sehr angenehm. Kann ich ja mal so weitergeben an dieser Stelle. Ich frage mal in unsere Regie, wie wäre es mit einem Songtitel? Ich müsste mal... Achim Menzel. Ich glaube, ihr habt schon gehört. Bis gleich. Unser Stadion. Liegt an der Spree. Olé! Unsere Farben rot wie Blut und weiß wie Schnee. Olé! In der Lausitz, da sind wir zu Haus. Olé! Und auf den Meistertitel sind wir aus. Ist das wir kämpfen wie noch nie. Heute haut es hin, denn er ist noch ein Olé, Olé. Olé, Olé. Olé, Olé. Olé, Olé. Der Fußball
weil das ist unser Sport. Olé! Und wir stehen zu unserer Mannschaft immer fort. Olé! Doch wir reichen euch allen die Hand. Olé! Wir die Fans aus dem Cottbuser Land. Aber jetzt Energie, unser Fußballsport, aber jetzt Leute, Energie, wir kämpfen wie noch nie, heute haut es Sinn, denn jeder ist noch ein Ole, 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 Ole. Hallo Fans, jetzt geht's um Mark hier. Energie, wir kämpfen wie noch nie, heute haut es Sinn, denn jeder ist noch ein Ole. Ja, hier hat gerade jemand geschrieben, RIP Achim Menzel auf jeden Fall und der muss natürlich auch ins Stadion oder besser gesagt hier zu uns in den Kontor. Wir begrüßen euch heute zu Rot-Weiß Nummer 3 mit Maximilian Oesterhellwig und Dominik Pelivan. Die stellen sich hier heute den Interviewfragen und natürlich euren Fragen. Ihr seid mit dabei auf YouTube und auf Twitch und deswegen, wenn ihr bei YouTube gerade da seid, abonniert mal das Glöckchen, damit ihr immer gleich Bescheid bekommt, wenn wir irgendwie live für euch draufgehen. Und das wollen wir natürlich auch in den kommenden Testspielen. Einige bestehen uns ja noch bevor. Morgen der polnische Erstligist, dann am Samstag Luckenwalde und am 18. nächste Woche Dienstag gibt es dann noch ein Spiel gegen Hertha 2, wo noch geguckt wird, wo das ausgetragen wird. Wir übertragen das dann auf jeden Fall wieder live für euch und ich muss sagen, ich bin morgen im Fanshop für euch bis 18 Uhr, deswegen werde ich nicht in Hohenleipisch mit dabei sein, aber der Fabi, der heute die Regie macht, ich wink mal hin, der wird für euch morgen kommentieren, seid lieb zu ihm auf jeden Fall, ja, er winkt gerade mal rein, aber mit dem Chat, mit unserem Chat kann man ganz gut interagieren, habe ich auch immer wieder festgestellt. Wie gesagt, wer die Spiele gucken möchte, der muss eine Kanalmitgliedschaft sozusagen sich beschaffen, denn wir leben auch nicht von Luft und Liebe und ihr müsst uns da ein bisschen unterstützen, aber das macht ihr. Wir sagen Danke zu 285 Kanalmitgliedern und hoffen natürlich auch wieder auf euch morgen in Hohenleipisch. 18 Uhr ist Anstoß und ich kann jetzt gleich mal fragen, ihr hattet jetzt schon ein paar Testspiele, sicherlich nicht gegen Gegner auf Augenhöhe, aber wie ist es bisher gelaufen? Gott sei Dank sind alle gesund geblieben, das ist das Wichtigste. Haben uns gut bewegt, ein paar Tore geschossen und ich glaube, das ist auch das Wichtigste in solchen Partien. Der Trainer sagt immer, Körner sammeln. Spielt man sich dann so ein bisschen ein auch? Auch, aber in solchen Spielen bewegst du dich halt automatisch viel. Ne? Gerade die Offensiven, die Verteidigung hat da nicht so viel zu tun meistens. Von daher ist aber trotzdem interessant für uns. 28 Tore ist schon ziemlich doll. Wie kam es jetzt dazu, dass die TSG Lübbenau da einfach mal das erste Gegentor geschossen hat? Was war da los? Ich kam tatsächlich gerade raus, dann gab es einen Elfmeter. Also wie, wo, was da genau schiefgelaufen ist, kann ich dir gar nicht sagen. Wollt ihr noch? Nein. Erich fragt gerade, Helena, bist du Vollzeit angestellt bei Energie? Nein, ich arbeite im Fanshop von Energie am Altmarkt. Da bin ich angestellt, ja. Wird dieses Format regelmäßig kommen? Ja, alle 2 Wochen. Die Spieler haben da richtig Bock drauf. Die melden sich freiwillig. Wir haben für in 2 Wochen schon wieder Haufen Anfragen drin. Mhm. So kam es auch dazu, dass Dome und Maxi heute hier sitzen. Ihr müsst schon ein bisschen... Wollten wir unbedingt. Ja, genau so ist es gelaufen. Ne, danke nochmal an Schafe. Auch an dich. Auch gute Frise hat er, ne? Auch an dich, Maxi. Was empfiehlst du vor einem Training zu essen? Also nicht direkt davor. Gute Frage. Ist individuell. Also je nachdem, wenn wir morgens trainieren, mache ich mir meistens einen Smoothie und Porridge. Nachmittags dann eher was Leichtes. Ja, das muss jeder selber wissen.
Hauptsache gut. Vielleicht machst du einfach mal so Insta-Stories, was du gerade isst. Soll ich das mal machen? So einen kleinen Koch-Channel? Also ich koche ja gerne. Ja. Also demnächst bei... Wird aber teuer dann, ne? Da musst du aber auch die Follower-Anfragen beantworten. Ja, ist ja gut. So, was haben wir hier ansonsten noch? Werden bei dem Abo auch in der Liga die Spiele gezeigt oder nur die Testspiele? Also erstmal machen wir nur die Testspiele. Was in der Liga dann passiert, darüber halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Nur, dass das auch mal beantwortet ist. Knorsten, wann macht Schafe mal beim Training mit? Das ist eine super Frage. Kann er sich gerne mal zeigen, Schafe. Ja, genauso wie er uns ja heute hier auch beauftragt hat, hier hinzukommen. Ne? Und eine schöne WhatsApp-Gruppe gemacht hat, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, soll Schafe doch auch einfach mal vorbeikommen, anstatt dass er jetzt die Füße hochlegt und wieder gar nichts macht. Ne? Muss er selber wissen. Ich habe aus der Regie gerade noch was bekommen. Ja? Sag ich morgen was zu den Ligaspielen. Ah ja, okay. Also, Fabi wird morgen für euch kommentieren in Hohenleipisch, wo wir Heimspiel haben. Und dann wird er noch mal was zu den Ligaspielen sagen. Also... Morgen lohnt sich dann auf jeden Fall schon die Kanalmitgliedschaft zu haben, meine Lieben. 285 haben wir schon, die 300 knacken können wir auf jeden Fall bis morgen. Ihr guckt hier so gespannt. Hier war noch ein guter Vorschlag, Schafe bei den nächsten 1000 Meter Läufen. Den finde ich auch gut, den Vorschlag. Gunther fragt, was macht Felix Geißler? Also Felix Geißler ist bei einem anderen Verein. Ich weiß gar nicht, habt ihr das noch gar nicht mitbekommen? Der spielt in der Oberliga, ist das Oberliga Süd? Süd, Oberliga Süd. Also Felix spielt noch Fußball. Ist das Spiel morgen wieder für ja? Also ja, bitte Kanalmitgliedschaft beantragen. Und wir haben uns auch was überlegt, apropos Kanalmitgliedschaft. Und zwar könnt ihr eine Kanalmitgliedschaft buchen, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Und alle, die Liga 1 buchen, die können dann ab demnächst sozusagen ihren Live-Sitz-vor-Ort-Platz hier bei uns bei Rot-Weiß gewinnen. Also bei den nächsten Übertragungen wird dann immer ein oder zwei Fans, werden zwei Fans hier mit vor Ort sein, wenn die Spieler da sind. So viel kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Was bedeutet das Glas unten rechts im Bild? Das weiß ich nicht. Welches Glas? Ihr stellt heute sehr komische Fragen. Ah ja, okay, da kommen die Twitch-Spenden rein, habe ich mir gerade sagen lassen. Und vorhin hat schon jemand geschrieben, er findet es ganz toll, dass ihr euch den ganzen Fragen hier stellt. Sind ja teilweise auch private Fragen dabei. Maxi, ich habe auch noch eine Frage. Hast du irgendwelche Rituale vor einem Spiel? Nee, eigentlich nicht. Du hast ja vorhin gesagt, du bist nicht abergläubisch. Nee, deswegen, also ich habe keine großen Rituale, deswegen muss ich da passen. Okay, du hast jetzt noch im Juli Geburtstag, so viel verrate ich mal an dieser Stelle, könnt ihr alles selbst rausfinden. Was wünschst du dir, vielleicht auch in Bezug auf die kommende Spielzeit? Gesundheit, einfach gesund zu bleiben, das ist wohl das Wichtigste, alles andere kommt von alleine mit harter Arbeit und viel mehr wünscht man sich da eigentlich gar nicht. So, dann würden wir jetzt, dann kann Fabi ja morgen die Autogrammstunde klar machen, wie versprochen, schreibt Charlie. Okay, Charlie, ruf bitte an und ist das Charlie Harper, dann kann ich den gleich auch mal grüßen. Er hat gestern sein Trikot bei mir gekauft. Übrigens das blaue Auswärtstrikot, das geht wie verrückt. Geht's auch für Twitch-Leute, dass man zu euch kann? Wir überlegen uns was. Wir wollen natürlich hier niemanden bevorzugen, also das kriegen wir schon hin. Saura Radius fragt, seid ihr schon für die erste Runde DFB in Topform? Noch nicht, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Dumme, du kannst auch antworten. Du hast hier so Maxim-Fokus, deswegen. Ach so. Ich wollte ihm erstmal die Bühne geben, aber ja, ich schließe mich da an. Wir sind jetzt dritte Woche, glaube ich, ne? Vorbereitung. Also gut in Form schon, dadurch, dass jetzt die anderen auch nur zwei Wochen Pause hatten. Deswegen ist man noch ein bisschen mehr im Saft als sonst, aber ich denke, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Also die sind jetzt ganz verrückt drauf. Lieber Stefan Scharfenberg-Hecht, wenn du zuschaust, die wollen dich jetzt alle beim Training sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da passiert, aber die Jungs werden uns sicherlich auf dem Laufenden halten. Kommen wir zu Dominik Pelivan. Ihr hattet vorhin schon die Gelegenheit, ihm ein paar Fragen zu stellen. Ein bekanntes neues Gesicht, 27 Jahre jung, 1,86 groß, also genau richtig für unsere Innenverteidigung. Spielte bereits in Saison 21/22 bei uns in Cottbus, hat jetzt 2 Jahre beim Chemnitzer FC verbracht, ist zurück in der Lausitz. Vorherige Stationen waren Hertha und Sonnenhof Groß Asbach.
Wie kam es denn jetzt eigentlich zustande? Hast du uns vermisst oder wolltest du einfach zum Regionalligameister Nordost wechseln? Ja, es ist immer eine Frage, wie es zustande kam. Also ich hatte den Verein mehr oder weniger nach meinem Abschied, immer war ich immer in Kontakt mit gewissen Spielern gewesen, mit denen ich zusammengespielt habe. Und so war halt immer der Austausch da gewesen. Dass es jetzt geklappt hat, natürlich zurückzukommen, freut mich riesig. Muss aber auch dazu sagen, dass bei Chemnitz natürlich ein bisschen unglücklich die Situation war am Ende. Ich denke, viele werden es mitbekommen haben. Da gibt es ja auch eine Fanfreundschaft, deswegen glaube ich, dass der ein oder andere da auch ein bisschen in der Materie drin ist. Ja, es für den Verein natürlich tut es mir leid, dass es ein bisschen unglücklich gelaufen da. Aber ja, bin einfach froh, dass ich wieder hier bin. Was hat dich überzeugt? Was sind die Stärken von Energie Cottbus? Ja, also ich hatte ja das Glück, dass ich schon mal hier sein durfte, deswegen kenne ich die Bedingungen gut. Das ist alles andere als Regionalliga-reif, also das ist mindestens Zweitliga-reif von den Bedingungen her, deswegen, das wusste ich ja von damals schon und was auch für eine Wucht in der Stadt steckt und in dem Verein, deswegen brauchte man jetzt bei mir da nicht so große Überzeugungsarbeit leisten, aber im Endeffekt hatte ich ein super Gespräch mit Pele auch gehabt im Vorfeld, wo mir auch signalisiert wurde, dass man mit mir als Mensch auch und als Spieler auch arbeiten möchte und ja, da musste ich auch nicht zweimal überlegen. Welche Erfahrung hast du für dich beim Chemnitzer FC gesammelt in den letzten 2 Jahren? Schwierige Frage. Ich hatte da auch anfangs nicht so eine leichte Zeit, weil ich verletzt kam und erst in der Rückrunde angreifen konnte. Deswegen in der zweiten Saison dann auch einen Wadenbeinbruch gehabt, unglücklich auch viel verletzt gewesen. Deswegen kam ich da selten zum Zug, aber natürlich jetzt nicht nur an Verletzungen reift man als Mensch natürlich auch, wenn man 2 Jahre bei einem Verein ist, auch bei einem Traditionsverein. Viele gute Leute kennengelernt wieder, fußballerisch auch das ein oder andere dazugelernt. Deswegen war es vielleicht eine Zeit, wo ich viele Verletzungen hatte, aber da nimmt man auch immer was mit. Wir schauen zwischendurch immer mal wieder in den Chat rein. Seid ihr zufrieden mit dem Los Paderborn? Ja, also generell ist man, glaube ich, mit jedem Los zufrieden. Hauptsache, man spielt DFB-Pokal. Das ist natürlich immer schwierig. Man will ein gutes Spiel haben, zum Beispiel gegen Bayern oder jetzt bei uns in Chemnitz gegen Union. Aber da ist natürlich die Chance, weiterzukommen, nicht so groß. Relativ gering. Relativ gering, genau. Ob sie jetzt gegen Paderborn größer ist, das kann ich nicht beurteilen. Paderborn ist natürlich auch ein guter Zweitligist. Deswegen gibt es, glaube ich, kein leichtes Los. Aber ja, wie gesagt, wir freuen uns einfach auf das Spiel und mal gucken, was da so möglich ist dann. Was sagst du zu Paderborn? Ja, ne, wie er schon sagt, so ein Bundesligist wäre natürlich schöner gewesen, attraktiver. Nichtsdestotrotz ja, erhofft man sich ja irgendwo eine Chance, ne? Und man träumt natürlich auch immer von ein paar Runden weiterzukommen. Das haben ja schon mal ein paar Regionalligisten geschafft und irgendwo ist das ja auch irgendwo in einem Sportler drin, das mal zu schaffen. Und deswegen wäre es natürlich cool, wenn wir es dieses Jahr packen, mal erstmal eine Runde weiterzukommen. Aber wenn ihr weiterkommt, dann besteht ja die Chance, dass noch ein Bundesligist kommt, ne? Ja, gerne. Es liegt an euch. Da hat jemand gefragt, wie dein Hund heißt. Benji. So, Benji heißt der Hund, das wissen wir jetzt. Und ja, Schafe bei den nächsten 1000-Meter-Läufen mit Instagram-Livestream. Auf jeden Fall sind wir dabei. Seid ihr zufrieden mit dem Los? Hatten wir. Stimmung, Relegation war top. Wirklich Ausrufezeichen. Nee, wirklich war Gänsehaut, war richtig gut. Ich glaube, wir waren alle so eine homogene Masse. Wie schätzt ihr die Chancen gegen Paderborn ein? Haben wir gerade geklärt. Haaland oder Mbappé? Haaland. Da muss ich jetzt Mbappé sagen. Einfach aus Trotz. Welche Musik wird in der Kabine gespielt und wer legt auf? Ich glaube, da haben wir hier den richtigen Mann neben mir. Ja, ich lege eigentlich bunt gemischt auf. Also je nachdem, die jüngere Garde möchte mal ein bisschen Rap, Deutschrap. Ich mag Ibiza. Hau da mal so ein paar House-Tracks raus, also das ist momentan ganz gut im Kommen. Erreiche ich schon den einen oder anderen mit, deswegen läuft da meine Ibiza-Playlist. Okay, wo wir gerade bei Playlist sind, was sagt unser DJ? Haust du mal einen raus? Ja, 2 Minuten für Ibiza-Playlist. Okay,
Was sagt ihr zum Spielplan? Also erstes Spiel, Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin. Dann kommt gleich Erfurt. Ich denke, das erste Spiel ist angenehmer als die Jahre davor, oder? Was war das letzte Jahr, das erste Spiel? Altklinika oder so, ne? Ja, Altklinika auswärts. Ich glaube, das erste Spiel ist auf jeden Fall nicht so schlecht für uns. Beim zweiten Spieltag ist, glaube ich, Erfurt, ne? Das ist direkt ein Brett. Da müssen wir auch gut gewappnet sein, aber auch im ersten Spiel ist immer wichtig, gut in eine Saison reinzukommen. Deswegen nehmen wir da auch kein Spiel auf die leichte Schulter und versuchen da natürlich die ersten 3 Punkte schon mitzunehmen. Also 3 Punkte sind Pflicht und hier wurde jetzt schon geschrieben, wird Schafe verpflichtet, fragt den Trainer. Das kann nur der Trainer beantworten oder die Jungs beobachten das mal im Spiel, geben mal eine kurze Einschätzung ab. Ansonsten würde ich sagen, Musik ab. The stars are out to show. Got a feeling it's us. All we need to stand tall. Times we feel too much. We see it's in these skies above. Clouds on the ceiling.
Wir sind wieder da. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Ich habe mich ein bisschen hier hingelümmelt. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich habe nicht dran gedacht, dass ihr dabei seid. Maxi, winkt doch bitte nochmal in die Kamera. Charlie hat gefragt, ob ich morgen ab 15 Uhr da bin. Nein, Donnerstag, Dienstag 12 bis 18 und Montag und Freitag 10 bis 15. Also ich bin morgen ab 12 für euch da. Bis 18 Uhr könnt ihr vorbeikommen und eure Trikots sichern. Ich habe hier gerade noch einen schönen Kommentar gelesen. Bist du morgen nicht beim Spiel? Nein, ich bin ja arbeiten bis 18 Uhr. Deswegen wird Fabi morgen für euch kommentieren. Wir übertragen morgen live aus Hohenleipisch. Ich habe den Namen vom polnischen Erstligisten immer noch nicht gelernt, deswegen ich werde es nachher nochmal versuchen. Raschler hat nämlich eine schöne Frage. Nimmt man als Spieler die Fanaktion wie die mehrteilige Choreo gegen Haching bewusst zum Einlaufen wahr oder erst in der Nachbetrachtung? Das würde mich auch mal interessieren. Nee, tatsächlich, wenn man reinläuft und dann steht man ja quasi Spalier, da kriegt man das schon mit, ne? Also deswegen, es war schon sehr, sehr geil. Es war wirklich eine geile Choreo, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Die Mucke müsst ihr im Stadion bringen, hat Shape geschrieben. Ja, okay, kriegen wir alles hin. Charlie, doch, ich habe bei Google jetzt die Zeiten aktualisiert. Also ich habe auch selber schon geguckt, ob es funktioniert hat. Ihr müsst jetzt einfach nur Fanshop Energie suchen und da sind die aktuellen Öffnungszeiten drin, ich schwöre. Was wünscht ihr euch von den Fans? Was kann man verbessern und was sagt ihr zum Kader? Fragt Justin. Dumme, mach doch mal. Ja, musst du ja sagen, was wünschst du dir von den Fans? Du bist ja jetzt schon ein Jahr hier. Du warst ja auch schon mal hier. Ja, ehrlich. Ja, was wünscht, also die ja, Frage, was wünscht man sich jetzt generell von Fans, das kann ich jetzt nicht beantworten. Gummibärchen nach dem Spiel oder ein Kaffee. Was sagt ihr zum Kader? Ich finde, der ist relativ gut besetzt. Viele Leute zusammengehalten, die letztes Jahr auch schon hier waren. Denkt, da wird auch noch ein bisschen was passieren, wie Maxi vorhin gesagt hat. Aber zu der Frage mit den Fans, da bin ich jetzt gerade überfragt. Jamie hat vorhin noch gefragt, hast du Spotify und könntest mal eine Playlist teilen? Ich mach mal was fertig, dann gebe ich dir das zur Verfügung. Also demnächst kann man, du musst das bloß öffentlich machen, dann können ja, alle. Ja, ich weiß. Okay. Eins nach dem anderen. Warum schreibt ein Kampe, nee, Augen sind gut? Das weiß ich nicht, was ihm da in die Birne kommt. Nee, weil meine Augen halt wirklich nicht so gut sind. Da erlaubt er sich einen Scherz, der gute Kampe. So, Nadine fragt, wie denkt ihr von Tünay Bektaş und Edwin Bröse? Die Jungs haben doch einen guten Job im Testspiel gemacht. Ihr erlebt sie ja auch im Training, deswegen. Beides talentierte Jungs haben es wirklich gut gemacht. Muss mal gucken, wo die Reise hingeht. Wo genau kann man die Trikots kaufen? Am Altmarkt 15. Wir sitzen direkt am Altmarkt, also nicht weit vom Café Latte entfernt. Und es hängt eine Energiefahne draußen. Man kann uns nicht verfehlen, wirklich nicht. Ja, Charlie steht wahrscheinlich schon im Shop, das kann gut sein. Lieber Netflix oder Prime Video? Fragt Patrick. Netflix, oder? Ganz klar. Netflix, ja. Da sind sie beide bei Netflix. Was passiert denn noch im Kader? Ich glaube, Maxi hat da vorhin schon mal kurz drauf eingegangen. Ja, ich glaube, dass wir ein, zwei Leute noch holen werden und dieses Jahr einen etwas kleineren Kader haben werden. Sehr gute Spieler gehalten, sehr gute dazugeholt. Pele und Team haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Danke an Erik. Erstmal Anfrage bestätigen und dann die Spotify-Liste. So danke, Erik. So ist der okay, Weg. Alles klar. Maxi, hast du als Kind gezockt? Nee, ich habe nur draußen Fußball gezockt. Ich bin ja ein paar Sonntage älter, deswegen bei mir gab es dann noch, geh mal draußen spielen. Na, ich glaube, wenn du das heute Kindern sagst, geh mal draußen spielen, wird schon schwer. Ne? Also. Na gut, die können ja das iPad mit nach draußen nehmen. Leider ja. Wie bist du zum Fußball gekommen überhaupt? Im Kindergarten ging es schon los. So, deswegen, da fing es an. Und bei dir? Ja, auch schon relativ früh. Ich glaube, ich habe dann zu Hause ein bisschen die Wände eingeschossen. Und dann meinte meine Mama so, jetzt reicht's, ich melde dich mal beim Fußballverein an. Und dann, so ging es eigentlich los. Du hast ja jetzt auch die ersten Tage in Cottbus und im Team verbracht. Hast du dich wieder eingewöhnt? Ja, also es für mich jetzt als Neuzugang war es wahrscheinlich einfacher als für die anderen Neuzugänge, weil ich viele Gesichter schon kannte. Auch vom Trainerteam eigentlich alle außer Pele. Aber ich glaube, ich spreche auch für die anderen Neuzugänge, wenn ich sage, dass es einem echt extrem einfach gemacht wird und eigentlich alle super Jungs sind und die Stimmung in der Kabine top ist und es da wirklich super einfach ist, sich zu integrieren.
Mit Maxi als DJ. Jetzt kommt eine Frage, die könnte euch nachher noch im Quiz helfen. Quiz machen wir wieder über Twitch, wie ihr es gewohnt seid. Und zu gewinnen gibt es übrigens heute Gutscheine für die Tierparkgaststätte. Danke nochmal an die Gastronomie Schlodder, dass sie die zur Verfügung gestellt haben. Und damit zur Frage. Du hast damals Rücknummer 25 getragen, jetzt hast du die 5. Die bringe ich mit einem meiner Lieblingsspieler von Energie übrigens in Verbindung. Deswegen Erwartungen sind hoch. Hat die 5 für dich eine besondere Bedeutung? Erstmal die Frage, welcher Spieler? Joe Matuvilla. Ah, okay. Kenn ich auch noch. Nee, die 25 war tatsächlich auch frei gewesen, aber wollte ich irgendwie nicht machen diesmal. Hab eigentlich andere Lieblingsnummern, die waren belegt gewesen. Und dann habe ich die 5 gesehen, die war frei. Dachte ich mir, warum nicht? Sieht auch ganz schön aus und ja, eigentlich gab es keinen besonderen Grund dafür. Oder war das so Kampe 4? Dome 5? Nee, das auch nicht. Aber ja, zwischen Hoffi und Kampe war dann die 5 frei. Dann dachte ich mir, das passt doch ganz gut. Du hast mit Tim Kampulka in Chemnitz schon gemeinsam auf dem Platz gestanden. Bringt das zukünftig irgendwelche Vorteile für uns? Seid ihr so ein eingespieltes Team? Ja, also ob es Vorteile bringt, werden wir sehen. Hoffentlich ja. Aber nee, ich verstehe mich mit Kampe abseits des Platzes auch super. Deswegen ist das immer dann leichter, dann auf dem Platz auch eine Chemie herzustellen oder eine Verbindung, eine besondere. Und ja, deswegen denke ich, dass man da schon ein bisschen was erwarten darf. Wenn hier irgendwas Interessantes drinsteht, könnt ihr ruhig mit einschieben. Was unterscheidet Pele am meisten von euren bisherigen Trainern, fragt Patrick. Soll ich anfangen? Ja, mach mal. Ich habe ihn jetzt 2 Wochen bisher erlebt im Training. Und auch davor und aus dem Gespräch immer viel von ihm gehört, auch durch die Spieler, mit denen ich damals zusammengespielt habe. Aber ich denke, das, was ihn am meisten von den anderen unterscheidet, ist halt die Intensität, mit der beim Training ist oder beim Spiel. Ja, man kriegt das ja auch als Gegner, als gegnerisches Team, als gegnerischer Spieler immer mit, wie er da an der Seitenlinie rumtobt. Aber ja, ich denke, seine Art, seine emotionale Art, wie er dann halt immer die Mannschaft mitnimmt und auch die Menschen mitnimmt, das ist, glaube ich, das, was ihn am meisten von den anderen unterscheidet. Ich glaube, da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Einfach ein guter Mensch, würde ich sagen. Wirklich ein sehr, sehr guter Mensch, Herzensmensch. Gibt es leider nicht viele von. Ist ehrlich und direkt und du weißt natürlich auch direkt, wie er drauf ist. Ne? Also entweder machst du einen Bogen oder gehst direkt auf ihn zu. Also nein, alles gut. Also du weißt einfach, woran du bist bei ihm. Woran macht man das fest? Kann man das am Gesicht ablesen? Ich glaube, das würdest du schon erkennen. Okay. Wie findet ihr Tobi als Co-Trainer, fragt Knorsten. Junger, akribischer, guter Typ auf jeden Fall. Passt zu uns. Ja, kann ich mich nur anschließen. Tobi kenne ich ja noch von damals, da hat er die Videoanalyse gemacht. Aber auch damals schon wollte sich immer viel mit einbringen und der macht es ganz gut. Jamie möchte gern wissen, wie sehen die Cottbusser Kabinen aus? Ist auf jeden Fall jetzt, wenn ich das mit der Chemnitzer Kabine vergleiche, größer. Jeder hat seinen eigenen Platz. Wir haben einen großen Tisch in der Mitte, wo die Jungs dann auch gerne mal Karten spielen oder Backgammon. Und ja, gibt noch einige freie Plätze, aber ja, die schon groß. Also wir haben da relativ viel von. Also man kann auch tanzen, wenn Maxi dann auflegt. Könnte man, ja, wenn man es kann. Sicher. Na sichi. Irgendwas hatte ich hier gerade noch gelesen, was ich interessant fand. Was denkt ihr, wo wir mit euch am Ende stehen werden, fragt Justin. Platzierungstechnisch oder? Ich gehe mal davon aus, ja. Ja, ich denke, vor allem jetzt für die Spieler, die in der letzten Saison dabei waren, wird wahrscheinlich jeder sagen, auf der 1. Das ist auch meine Ambition. Deswegen bin ich hergekommen, weil ich dem Verein helfen möchte, dass die Ziele verwirklicht werden. Und ich denke, so arbeiten wir auch Tag für Tag im Training, um das zu erreichen dann am Ende. Maxi, schließt sich an? Definitiv. Wir wollen hoch, also wir wollen aufsteigen und Fußball spielst du, um zu gewinnen. Und wenn ich jetzt hier sage, ich möchte um Platz 3 bis 4, 5 spielen, dann sage ich, habe ich da keinen Bock drauf und ich bin näher gekommen, um aufzusteigen. Wir sind letztes Jahr schon Meister geworden und das will ich dieses Jahr bestätigen, um dann aufzusteigen. Justin fragt jetzt auch, seid ihr schon im Fußballfieber? Also freut ihr euch jetzt schon auf die Saison oder? Klar. Ja? Ja, merkst du jetzt. Da war ja auch relativ kurze Pause. Ja, kurze Pause, die war auch wichtig, um einfach mal so kurz abzuschalten. Aber jetzt merkst du schon so, geht langsam wieder richtig los.
Die ersten Wochen Training und Vorbereitung liegen jetzt hinter euch. Wie war es für dich bisher? Das heißt, unter Trainer Wollitz sind die Trainingseinheiten immer sehr intensiv. Hast du einen Unterschied gemerkt? Ja, also dadurch halt, dass 2 Wochen Pause nur für die anderen waren, haben wir jetzt, also gut, Campo und ich hatten jetzt auch nur 1 Woche mehr gehabt, weil wir im Pokalfinale standen, haben dann 1-2 Einheiten ein bisschen mehr gemacht, da sind die anderen drin geblieben. Aber ja, wir haben jetzt in Chemnitz auch nicht wenig, also da haben wir sogar mehr trainiert. Nicht immer intensiv, aber wirklich vom Umfang auch ein bisschen mehr. Aber das mag nichts heißen, hier wird es schon sehr gut gesteuert, auch von unserem Athletiktrainer. Wenn sich dann einer mal nicht gut fühlt, dann wird er rausgenommen, geht aufs Fahrrad. Aber ansonsten denke ich, dass alle ganz gut mitziehen bisher. Hast du über die Jahre Kontakt zum Trainer auch gehalten? Zu welchem Trainer? Zu Pele? Ja, zu unserem. Ich habe ja jetzt quasi das erste Mal das Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin ja damals im Winter gekommen, 19. Da ist Pele ja gerade nach Magdeburg. Genau. Und als ich weg bin, ist er wiedergekommen. Also haben wir uns wirklich verfehlt. Verfehlt, genau. Welche Stärken bringst du künftig mit ins Spiel ein? Was können wir von dir erwarten? Ja, ist immer schwierig, glaube ich, über seine Stärken zu sprechen. Das sollen ja im besten Falle andere machen, aber wenn ich was sagen müsste, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich eine ganz gute Ruhe am Ball habe, das Spiel so ein bisschen lenken möchte, lesen kann, eine Spielintelligenz mitbringe auch und ja, so mit meinem Passspiel dann auch andere Spieler in Szene setzen kann. Das würde ich sagen, so sind meine größten Stärken. Die Ruhe merkt man dir auch so von der Persönlichkeit her an, finde ich. Finde ich gut. Was sagen die Jungs zu Elias? Sag doch was. Ja, wie hast du ihn denn jetzt gesehen, 2,5 Wochen? Ja, ich kenne ja tatsächlich Eli auch noch von damals. Da war er, glaube ich, 16, wenn ich nicht lüge. Ist ein Riesentorwart, das wissen wir alle. Persönlich sehr ruhig, aber ich glaube, wenn man bei ihm die richtigen Knöpfe drückt, dann ist er auch ein lustiger Vogel. Du schließt dich wieder an? 100%. Okay, wer ist der Unordentlichste in der Mannschaft, fragt Zeit. Also ich sitze neben Hille, der lässt irgendwie komischerweise immer seine Sachen liegen vor meinem Platz oder von dem von Josh Putze. Deswegen würde ich sagen, ja, der muss noch ein bisschen was lernen, was Sauberkeit und Ordnung angeht. Okay. Man hat gesehen, wenn das Stadion sehr voll ist, ist der Druck sehr hoch und ihr habt euch schwer getan. Würde es besser jetzt? Ist die Frage da zu Ende, Jens? Also, hattest du auch das Gefühl? Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Daniel, übernachten die Neuzugänge eigentlich vorerst in Cottbuser Hotels oder bei anderen Spielern? Ja. Dass die Fans alles wissen wollen. Teils, teils, ne? Also wenn man jemanden kennt, dann gerne auch mal bei einem Spieler. Aber ich war jetzt zum Beispiel auch im Hotel gewesen. Und normalerweise ist das so, dass die Neuzugänge dann erstmal ins Hotel gehen. Estet fragt, Dome, denkst du, dass Chemnitz die Liga hält dieses Jahr? Ja, ich glaube, würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, die schaffen das nicht. Also es muss wirklich drin sein und ich denke, dass da noch ein bisschen was passiert auch und 1-2 gute Spieler noch dazukommen und dann werden die, glaube ich, jetzt vielleicht nicht ganz oben mitspielen. Dafür reicht es nicht, wenn man ehrlich ist. Dafür ist auch zu viel passiert, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten. Aber ich wünsche dem Verein alles Gute und ich glaube, dass sie eine solide Rolle spielen werden in der nächsten Saison. Maxi, was sagst du zu FIFA? Kann ich nicht viel zu sagen, weil ich nicht zocke. So, die Antwort hätten wir dann auch, Max. Elias, bräuchte man einen vernünftigen Haarschnitt? Ja, Leute. Mal die Seiten auf Null, da ein bisschen ein paar Striche rein, ne? Und Haargel also rein. Jetzt gibt es hier noch Styling-Tipps für die Spieler, schön. Ja, Silvia, ich stelle mir das als Spielerfrau, Freundin schwierig vor. Manchmal ist es ja nur ein Jahresvertrag. Würden eure Mädels euch überall hin folgen oder dann eher Fernbeziehung? Was ihr alles wissen wollt, Wahnsinn. Ehrlich. Nein, ich habe das Glück, dass meine bessere Hälfte mich begleitet. Ich glaube, eine Fernbeziehung ist nicht immer einfach, aber nichtsdestotrotz soll auch meine Frau ihre Ziele verwirklichen. Und wenn das zu der Situation in meiner Stadt, wo ich gerade Fußball spiele, nicht passt, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen. Ich hoffe, das ist damit beantwortet, Silvia.
Glaubt ihr, dass Cottbus aufsteigen wird? Das ist, ich glaube, das ist das, woraufhin wir alle spielen, oder? Woraufhin wir alle hinarbeiten, sozusagen. Überflüssig die Frage eigentlich, glaube ich. Manche Fragen verstehe ich leider nicht. Was wäre, oh, die Frage finde ich aber gut, die wollte ich nämlich auch Maxi noch stellen. Echt? Was wäre euer Idealalter, um eure Karriere zu beenden? Warum also, jetzt bei mir, verstehe ich nicht. Weil du der Teamälteste bist. Idealalter kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, es spielt auch ein bisschen die Gesundheit mit einer Rolle. Ne? Also ich will da jetzt auch gar kein Alter so sagen. Ich glaube, irgendwann wird man selber den Punkt merken, wenn man merkt, die Jungs, du kommst nicht mehr an den Jungs vorbei oder was auch immer, dann muss man sich wirklich mal der Frage widmen, dann geht man vielleicht mal ein paar Etagen tiefer, aber nichtsdestotrotz liebt man den Sport, liebt man den Fußball und deswegen kann ich gar nicht genau sagen, aber sicher mit 35, 36, 37 kommt dann irgendwann schon die Frage, wo man sagt, okay, macht das jetzt noch Sinn oder nicht, ne? Na, weil Zlatan Ibrahimovic gesagt hat, ich bin jetzt verletzt, spiele nicht mehr weiter, aber der ist 41, also wäre er nicht verletzt gewesen? Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja, okay. So, was sagt Maxi zu Tim Heike? Talent, also ein gutes Talent, guter Stürmer, arbeitet akribisch, ist fleißig. Bin ich gespannt, was da noch alles rauszuholen ist. Ich würde jetzt mal kurzzeitig eine Frage an Dome stellen und dann komme ich wieder auf euch zurück, versprochen. Ihr absolviert gerade eine intensive Vorbereitungszeit. Wie entspannst du? Was machst du, um runterzukommen? Ja, Entspannung. Eigentlich mit den Jungs was essen nach dem Training. Sind auch immer viele Jungs mit dabei, also macht auch immer Spaß dann nach dem Training. Ja, aber ansonsten, wenn es wirklich eine anstrengende Trainingseinheit war, dann eigentlich zu Hause oder im Hotel in dem Fall die Beine hochlegen, vielleicht eine Serie schauen oder einen Film. Und dann ist da auch ziemlich schnell wie gestern dann auch Nachtruhe und dann geht es darum, erholsamen Schlaf zu haben und für den nächsten Tag dann wieder fit zu sein. Das war gerade eine Frage, da du gerade drüber gesprochen hast, Serie oder Film? Ich war eigentlich immer Serie, aber ich muss sagen, da es wirklich auch mittlerweile nicht mehr so viele gute Serien gibt, auch vor allem bei Netflix, würde ich schon sagen Film. Serie. Okay. Du kehrst ja zurück vor die Nordwand auf Seiten von Energie Cottbus. Du hast die Kulisse schon kennenlernen dürfen. Was macht das mit einem? Also was macht das mit dir auf dem Platz? Ja, also ich glaube, damals habe ich sie vielleicht ein, zwei Mal gesehen nur in voller Pracht. Ist auf jeden Fall, also vor allem wenn man rausläuft zum Spielanpfiff, sensationelle Atmosphäre. Oder wenn man dann auch in der Halbzeit wieder reinläuft und die ganze Wand dann nochmal sieht, das macht dann schon was mit einem, es gibt einem nochmal extra Motivation. Natürlich auch, wenn man als gegnerische Mannschaft da spielt, da merkt man auch schon, das ist eine super Stimmung und auch vielleicht nicht unbedingt angenehm für einen. Deshalb kann ich es wirklich kaum erwarten, das wieder zu sehen und dann hoffentlich dann auch in einem bisschen volleren Stadion. Definitiv ja. Also Zuschauerschnitt war bei Energie Cottbus in der letzten Saison am besten in der Regionalliga Nordost. Wie nehmt ihr das generell auf dem Platz wahr? Was kriegt ihr davon mit? Kriegt ihr das überhaupt mit oder ist man da komplett im Tunnel? Also um für mich zu sprechen, ich kriege das, also beim Einlaufen sieht man das natürlich, wie viele Leute im Stadion sind und guckt dann auch mal und nimmt das dann so ein bisschen wahr, aber ich glaube, sobald dann das Spiel anfängt, ist man dann gar nicht mehr damit beschäftigt und konzentriert sich eigentlich nur darauf, was auf dem Spielfeld passiert. Also ich nehme das eigentlich gar nicht wahr. Ja, man ist da total im Tunnel, ne? Also ich glaube, wenn du dich mit diesen ganzen Nebenschauplätzen beschäftigen würdest, dann bist du nicht wirklich im Spiel und deswegen denke ich mal schon, ist der Fokus da. Achso, bevor ich es vergesse, ich will Philipp Möller mal ganz lieb grüßen. Stimmt, wir wollten Philipp noch grüßen. Ja, der hat mir vorher noch geschrieben. Absolute Vollrakete hier im Verein. Gibt Philipp, immer ganz, Gas. Ganz liebe Grüße an dich. Liebe Grüße wenn du an Philipp. Zuschaust. Grüße Philipp. Philipp macht alles im Stadion. Räuber, ist ein Räuber. Für alle, die es nicht wissen. Ist ein Räuber. Sockenwahl habe ich hier gerade gelesen. Ich weiß nicht. Meint ihr Maxi damit? Ja klar, ich habe keine Ahnung. Wer hat dich zu der heutigen Sockenwahl überredet? Wieso, was ist denn? Ich verstehe es auch nicht. Er passt zum Hemd, hätte ich jetzt gesagt. Siehst du?
Wird Hille zum Friseur gehen, wenn wir aufgestiegen sind? Ja, machen wir die Seiten auf null. Ich würde sagen, wir beantworten jetzt hier noch zwei, drei Fanfragen zur Vorbereitung an unseren DJ. Und dann ein Song. Ach, ist schon fertig. Okay. Wie fandet ihr die Leistung momentan in den Testspielen und was kann man verbessern auf dem Platz? Will Silvio wissen. Also ich denke, das war in jedem Testspiel eigentlich ganz ordentlich gewesen. Zwei Spielen 28 Tore geschossen, das macht man eigentlich auch nicht jeden Tag. Jetzt am letzten Samstag war es schon von den Temperaturen her sehr unangenehm. Das war dann auch Richtung zweite Halbzeit sehr zäh, deswegen wahrscheinlich dann auch der Gegentreffer ein bisschen unkonzentriert gewesen. Aber ja, hatten viele Testspiele, war eine lange Woche, das kann man dann irgendwo auch verstehen. Deswegen würde ich sagen, bisher machen es wirklich alle ganz ordentlich. Dann kann ich dich auch gleich nochmal fragen, hast du so ein Lieblingswetter? Spielst du gerne bei Regen, Matsch, Schnee? Also ganz warm mag ich auch gar nicht, so wie jetzt am Samstag, aber das glaube ich, findet keiner gut. Und bei mir tatsächlich so bewölkt, ein bisschen Nieselregen, finde ich schon am geilsten. Estet fragt, sind geile Fans ein Argument für einen Wechsel, genauso wie Geld? Ja, definitiv. Also das spreche ich, glaube ich, für jeden Fußballer. Gibt wirklich nichts Schöneres, wenn man von einer tollen Kulisse spielt. Das ist wirklich auch eine Sache, weswegen man Fußball spielt, in einem großen Stadion mit vielen Zuschauern zu spielen. Also es ist wirklich einer, wenn nicht sogar der wichtigste Grund. Geld spielt natürlich auch eine Rolle, aber sollte keine übergeordnete Rolle spielen, auf jeden Fall. Raschler fragt, interessiert sich die Mannschaft bzw. ihr für die aktive Fanszene und die dazugehörigen Randerscheinungen, zum Beispiel Fanfreundschaften, Graffitis? Also hier in der Stadt bekommt man es ja schon mit, ne? Energie ist ja überall. Siehst du überall, aber groß mitbekommen tut man das jetzt auch nicht unbedingt. Okay, ich habe gesagt, drei Fragen. Wir machen jetzt ein Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. We'll be right back.
Und wir sind zurück bei Rot-Weiß Nummer 3, heute mit Dominik Pelevan und Maximilian Oesterhellwig. Ihr habt sehr, sehr viele Fragen. Eine habe ich gerade gelesen von Martin, der schreibt, wie schafft Pele es Spieler, die nicht so viel spielen, mitzunehmen, zu motivieren? Weil ich glaube, jeder von euch hat den Anspruch, Stammspieler zu sein. Ich glaube, man sieht es, die letzte Saison hat das richtig gut hingekriegt und ich glaube, das war auch der Schlüssel am Ende, dass wir Platz 1 erobert haben. Ja, er redet halt offen mit allen Spielern und geht mit jedem Spieler ins Gespräch und versucht das so offen wie möglich zu kommunizieren. Und so weiß jeder um seine Rolle im Team und das hat jetzt letzten Endes auch den Ausschlag gegeben für die Situation. Erik hat geschrieben, ich finde diese Interviews echt interessant mit den Spielern, da man viele Einblicke bekommt, auch mal ein Lob an euch. Vielen Dank, nehmen wir sehr gerne zur Kenntnis. Und damit komme ich nochmal zu Dome. Und zwar habe ich noch ein paar interessante Fragen von meiner Seite. Ihr könnt natürlich auch noch Fragen stellen. Twitch, YouTube, seid bitte mit dabei. Abonniert uns, werdet Kanalmitglieder, alles, was ihr wollt. Und bei Twitch machen wir nachher noch das Quiz, gemeinsam mit unserem Energiemuseum. Und da gibt es heute Gutscheine zu gewinnen für die Tierpark-Gaststätte von der Gastronomie Schlodder. Also, hast du schon so ein paar Lieblingsplätze und Spots für dich entdeckt in der Stadt? Kaffeetechnisch müsste ich wahrscheinlich jetzt sagen Coffee Latte. Das ist ja dann auch so ein Insider hier, ne? Ah ja, klar. Ansonsten Restaurants sind wir gerne mal mittags im Sebastians. Kirschblüte waren wir jetzt auch. Die haben wir jetzt wieder, glaube ich, neu aufgemacht. Was noch? Suppenstübchen, genau. Bestellen wir auch immer, wenn wir zweimal Training haben, kommt dann in die Kabine. Ja, das sind so, glaube ich, schon so unsere zwei, drei Anlaufstellen. Und damit liebe Grüße an Martin. Schauen wir mal in den Bus. Neben wem sitzt du und wie vertreibst du dir die Zeit, wenn ihr zum Auswärtsspiel fahrt? Ich sitze ziemlich weit hinten an einem Vierertisch und mein Sitzpartner ist eigentlich niemand, aber der wechselt immer, beziehungsweise da sitzt immer jemand hin, weil die Jungs hinten natürlich den Tisch nutzen, um Karten zu spielen. Deswegen ist da mal ein Putze ist da hinten neben mir oder ein Heike oder ein Kampulke, also alle, die da in Kartenspieler involviert sind, findet man hinten im Bus und trifft die da an. Hast du denn irgendwelche Rituale vor dem Spiel? Nee, Rituale würde ich nicht sagen. Meine Abläufe natürlich, die ich dann jedes Spiel mache, aber wenn jetzt mal irgendwas nicht so ist an dem Tag, wie ich es sonst immer mache, werde ich jetzt auch nicht verrückt oder werde unruhig, weil ich da meine Rituale habe, aber so Abläufe, die man dann halt drin hat und immer wieder so macht es schon, aber jetzt Rituale würde ich nicht sagen. Wir haben 17 verschiedene Torschützen in der Vorbereitung gehabt. Die Frage kam jetzt auch schon das ein oder andere Mal im Chat. Wem traust du die meisten Tore in der kommenden Spielzeit zu? Gib mal eine Vermutung ab. Ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, Timmy Thiele. Als Stürmer, glaube ich, nicht so schlecht. Ansonsten geht die Frage, glaube ich, an unsere Offensivabteilung. Wer jetzt da die meisten macht, ist mir eigentlich auch relativ egal. Hauptsache, es werden wieder viele Tore. Könnte auch einer von hinten sein. Gerne auch von hinten einer, vielleicht Hille, der dann 10 Kopfballtore macht in der Saison oder Kampe, der ist ja auch kopfballstark. Aber wenn ich einen Tipp abgeben möchte, würde ich sagen, Timmy macht die meisten Tore. Okay, und damit kommen wir zurück in den Chat. Wer ist euer bekanntester Handykontakt? Das ist eine der Lieblingsfragen, fragt Rob. Würde ich jetzt mal spontan David Odonko sagen. Dome überlegt noch. Ich überlege tatsächlich noch. Bekanntester Handykontakt. Schafe. Schafe, nee. Schafe ist auch mit oben dabei, aber Schafe ist es nicht. Ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ja, ich nehme Schafe. Schafe ist mein bekanntester Handykontakt. Okay. Knorsten, ja, wir sind dran. Habt ihr dieses Mal Katjes Joghurtgums da? Wir haben sie da, ja. Wir warten auch noch auf den Sponsoring-Vertrag, also dass ihr vielleicht mal auf uns zukommt. Kaffee Latte und Katjes sehr, sehr gerne. Was ist euer Lieblingsleinöl? Ist auch eine der Lieblingsfragen. Also Maxi, Was? Du bist jetzt schon ein Jahr hier in der Lausitz. Leinöl ist eine unserer Spezialitäten. Hast du ein Lieblingsleinöl? Boah, tatsächlich nicht. Nee, wirklich nicht. Eieiei. Ist das so ein Ding hier? Ja. Ich weiß ja nicht, was bei Absolutes. Der Kartoffel gibt im Suppenstübchen, was sie da drauf machen. Das ist zum Beispiel ganz lecker. Eine gelbe Flüssigkeit? Ja, richtig. Ja, nein, genau. Ist ein Leinöl, aber ich weiß nicht welches. Ja.
Weiß einer von euch? Nein. Ja, danke für nichts. Martin, wenn du gerade zuschaust, was für Leinöl benutzt du denn? Sag doch mal ganz kurz Bescheid, das wäre ganz lieb. Was habt ihr so an Trikotschätzen, die ihr mit gegnerischen Spielern getauscht habt? Überlegst noch, dann fange ich an. Trikotschätze würde ich das jetzt nicht nennen. Also privat sind das für mich Schätze. Natürlich immer mit Spielern, mit denen man mal zusammengespielt hat oder mit denen man früher in der Jugend zusammengespielt hat. Eigentlich sind das so die einzigen Trikottäusche. Tauschgeschäfte, sagen wir es mal so. Die einzigen, die ich gemacht habe. Eigentlich sonst komme ich eigentlich nicht auf die Idee, weil finde ich ein bisschen komisch, wenn man dann zu einem Spieler geht und sagt, ey, wollen wir mal ein Trikot tauschen. Das hat eigentlich immer so einen persönlichen Wert für mich. Schließe ich mich an. Gibt immer mal wieder ein paar Freunde in gegnerischen Mannschaften, mit denen man dann gerne mal ein Trikot tauscht. Das hat dann immer so einen persönlichen Beigeschmack. Maxi nimmt nur japanisches Öl. So sieht's aus. Wie alt ist Maxi? Oh, jetzt habe ich ja was angestoßen. 32. Aber er hat diesen Monat noch Geburtstag. Adiletten Anton hat da oben eine Frage. Seht ihr als Spieler Klassenunterschiede? Also ganz persönlich, ist beispielsweise ein Herr Hauptmann von Dynamo besser als ein Öster Hellwig? Wie schätzt man das als Spieler ein? Oder sind es doch eher weiche Faktoren wie Glück zur richtigen Zeit, am richtigen Ort etc.? Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Da gibt es verschiedene Sportdirektoren, Trainer, die einen anders einschätzen. Also von daher, das kann man nie so sagen. Glück gehört sicher auch dazu, aber das Glück kann man sich auch dementsprechend erarbeiten mit guter, harter Arbeit. Gesund zu bleiben, eine gute Saison zu spielen, da kann man sich immer ins Rampenlicht schießen. Also von daher, ja. Adiletten Anton, ich hoffe, die Frage ist jetzt für dich beantwortet. Dann würden wir nämlich jetzt, ja, dann haben wir noch eine Viertelstunde für unser Freundebuch und würden dann das Quiz machen. Aber spielt Domme denn NBA? Das hat er schon, wurde jetzt schon 100 Mal gefragt, kannst du mal beantworten. Ach so. Ja, was soll das denn? Die Frage wurde mir nicht gestellt. Nee, spiele ich nicht. Habe ich auch, glaube ich, noch nie gespielt. Aber mein Bruder spielt das ganz gerne. Falls das jetzt, weiß ich nicht, was das für eine Frage ist. Wahrscheinlich einfach nur so aus Interesse. 21.07. Ja. I'm prepared. Soll ich schreiben? Du schreibst. Warte mal, wie haben wir das letzte Mal gemacht? Alex hatte so eine schöne Idee. Echt? Hat der gute Ideen? Ja, also jeder schreibt für sich selbst. Okay. Aber der andere muss immer vorher sagen, was er vermutet. Okay. Aha. Domme, wie lange hast du Vertrag? Ein Jahr erstmal. Mit Option natürlich beim Aufstieg. Ja, klar. Hört man die Nordwand im Tunnel? Auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. Das ist, als wenn einem jemand den Kopf eintritt. Ja, aber ich kann ja schon mal meinen Namen schreiben. Ja, das muss ich auch machen. Ja, wie heißt so. Du? Wie heißt der Junge eigentlich? Hier ist so eine Ruhe. Erster Verein weiß ich aber auch nicht. Ne? Kann ich auch nicht sagen. Hast du vorhin gar nicht zugehört? Vorbereitet oder was? Jetzt vorhin was gesagt, soll das aber habe ich kurz gepennt. Ja, aber hat es ja auch nicht gesagt. Nee? Nee. Hä? Der Gütersloher Turnverein, GTV. Ich habe gesagt, es hat alles mal in Gütersloh angefangen. Ja, aber da musst du mal konkret werden. Ach. Black the Hat fragt, lieber Vierer- oder Dreierkette? Was ist euch persönlich lieber und auf welcher Position seht ihr euch? Beides gut, kann beides Spaß machen. Ich habe jetzt auch oft in der Dreierkette gespielt, auch damals im Cottbus. Aber ich würde schon sagen, klassische Viererkette mag ich dann doch schon lieber. Ja, ich glaube, ich wäre da auch eher für die Viererkette. Brauchst natürlich auch dementsprechend Personal für eine Dreierkette. Musst du auch ein bisschen einstudieren. Klar haben wir das System jetzt auch mit in die Vorbereitung genommen. Muss man mal gucken. Ich glaube, das werden wir die nächsten Spiele auch weiter studieren. Am Ende mal gucken, wofür Pele sich entscheidet. Cottbus-Fan fragt, kann man bei euch ein Praktikum machen? Tragt die Flaschen auch. Ich weiß jetzt nicht, möchtest du gerne bei uns hier ein Praktikum machen? Dann komm einfach gerne mal vorbei. Schick eine Bewerbung am besten an Teaserfilm. Und wenn du beim FCE ein Praktikum machen möchtest, dann schick doch bitte eine Bewerbung an den FCE. Kontaktdaten findest du auf der Internetseite. So, was hast du denn jetzt?
Was ist mit erstes Trikot gemeint? Ja. Das erste, was man jemals hatte? Das erste, was man jemals, also von einem bekannten Spieler. Hast du jemals Trikots von einem anderen Spieler getragen? Als Kind. Ja? Jetzt bin ich gespannt. Das war mein Idol gewesen damals. Was denkt ihr? Wer war krass? Maradona? Der dicke Ronaldo. R9. Das war so ein gelbes Brasilien-Trikot. Legende. Ronaldo. Hobby. Genau, das wollte ich auch noch fragen. Halt, stopp. Das ist mir bei euch beiden aufgefallen, die Armbänder. Wo sind die her? Was haben die zu bedeuten? Sei nicht so neugierig. Das hat Sophie auch gefragt. Ja, das sind Freundschaftsarmbänder. Habt ihr die selbst gemacht? Oder? Wir haben die selbst gekauft. Waren von einem Geburtstag. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Wie war der Mannschaftsabend eigentlich? Lustig. Ich habe nur ein Video von Edwin Bröse, glaube ich, gesehen. Oh. Ach so, bei Thiele. Genau, ja. Hast du genau das richtige Video gesehen wahrscheinlich. Okay. Backstreet Boys. Ja, genau. Ihr habt ja dann mit eingestimmt. Nee. Mussten alle neuen singen? Musstest du auch singen? Ja. Also ich musste ja damals schon singen, aber mich natürlich bereit erklärt dazu, nochmal zu singen. Ich wollte erst was anderes singen, aber bei mir ist es dann Xavier Naidoo geworden. Lied, ich glaube, Wo willst du hin? Ah, okay. Wo willst du hin war das. Ja. Was die anderen gesungen haben, können wir ja fragen. Genau. Was hast du? Ich bin ja nicht neu, ne? Was du als nächste Frage hast. Ach so. Erstes Trikot hatten wir ja gerade. Hobby. Mit deinem Hund rausgehen. Ich hab's grad nicht gesehen. Benji. Kochen würde ich auch sagen, oder? Ja, kochen ist richtig. Ja? Hast du ja gesagt, du bist ein super Koch. Ich bin Chefkoch. Ja, Zocken auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Zidane, hat hier jemand vermutet. Auch gut. Oh, auch gut. Fußball-Ikone. Habe ich ja quasi schon gesagt, ja. Ne, mein ja. Bester. Ronaldo. Du bist mein Bester. beste Entspannung. Knossen will wissen, was du am liebsten beste kochst. Beste Entspannung. Was kochst du am liebsten? Pasta. Boah. Nee. Kartoffeln und Eier. Nee, ich mache gerne Lachs. Mit Rosmarinkartoffeln und Gemüse, sowas. Also du kannst eigentlich durch die Bank durch. Also ich koche gerne vielfältig, habe jetzt kein so spezielles Gericht. Also bei Rosmarinkartoffeln hattest du mich. Ja, Kartoffeln gehen immer. Kartoffeln gehen immer. Also das mit den Idolen, das klären wir gerade. Ja, bei mir ist Ronaldo. Okay, was kommt als nächstes bei dir? Beste Entspannung. Ja, also wahrscheinlich mit einem Hund spazieren gehen. Auch? Oder eine heute nicht Serie an? Schauen. Nee, was war heute nicht an? Sauna. Sauna, stimmt. Natürlich, mein Bester. Die Sauna, genau. Sebastian, wir wissen, was würdet ihr gerne beruflich machen? Also nach der Fußballkarriere vielleicht noch. Habt ihr so einen Plan B? Ich bin gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Das war damals so mehr oder weniger ein Abkommen. Ich habe eine Lehre gemacht dementsprechend. Da sehe ich mich leider nicht. Hat auch wirklich, war sehr, sehr mühselig. Aber ich, wie gesagt, ich habe eine Berufsausbildung. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und kann ich nur jedem empfehlen. Ich denke schon, dass ich irgendwas im Sportbereich machen werde. Ich habe auch gerade ein Studium am Laufen, Wirtschaftsingenieurwesen. Wer damit was anfangen kann, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber weiß ich nicht, was ich damit dann mache. Also habe ich mir jetzt nicht großartig Gedanken zugemacht. Du hast einfach gedacht, ach, Wirtschaftsingenieurwesen, genau. Klingt kann super, man bestimmt was mit anfangen. Kann man bestimmt was mit anfangen. Will nur Geld verdienen. Ja, was ist die nächste Frage? Motto. Motto? Mhm. Ist ein guter Tag, wenn die Sauna geht. Hast du ein Lebensmotto oder was? Ich schreibe es gerade auf. Tatsächlich habe ich eine Karte damals von meinen Eltern bekommen zum 18. Geburtstag. Und auf der Karte stand, habe immer Mut zu dir selbst und finde deinen eigenen Weg. Das ist mein Motto. Finde ich gut. Ich hätte jetzt auch Carpe Diem oder sowas machen können, aber das finde ich schon besser. Lieblingssüßigkeit. Ja, die Bärchen hier auf jeden Fall nicht, weil die hast du gar nicht angerührt. Die sind Gänsehaut.
Lieblingssüßigkeit? Schokolade? Ja, also wenn dann so ein Cheat Day ist, dann Schokobons oder sowas. Geht immer. Stärken. Jetzt auf dem Platz oder? Weil sonst hätte ich jetzt wieder gesagt, kochen. Ist das jetzt eine Charakter, also Stärke charakterlich oder? Egal. Tobt euch aus. Ja. In allem das Positive sehen. Das ist so eine Stärke von mir, würde ich sagen. Das kann man doch in beiden Lebensbereichen nutzen. Ja. Was jetzt schon wieder? Lieblingsorte. Was haben denn die anderen bei Stärken eingetragen? Kannst du ja mal gucken, Seite davor. Wer ist denn das hier? Alex. Freundlich, Spiel mit dem Ball. Gänsehaut. Spiel mit dem Ball. Er ist nicht schlecht. Auch gutes Motto, alle zusammen für den Erfolg. Caillou. Oliver Kahn. Ja, das ist auch richtiger Oliver Kahn. Ja, Lieblingsort in Cottbus. Wer ruft denn jetzt an? Jetzt gibt es hier gleich ein Live-Telefonat. Lieblingsort. Elias Park 1. So sieht's aus, mein Bester. wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz. Richtig. Beste Serie? Boah. Was denkst du? Bist du so oldschool, oder? Schließ mal eine aus. Beste Serie, die du jemals geguckt hast? Prison Break? Schon mit oben dabei, ne, irgendwo? Ist schon mit dabei, Breaking, ja. Bad? Auch sehr gut. Wird auch sehr gern gesehen. Mhm. Ich schreib mal hier was. S? Ja. Suits? Ja. Boah, stark. Habe ich auch gesehen. Was noch? Das war's? Blacklist. Also falls ihr noch irgendwelche Serienempfehlungen braucht. Welchen deiner Mitspieler nimmst du mit auf eine einsame Insel? Nur eine. Ja, das ist ja klar, oder? Der schaut ja auch gerade zu, ne? Ja, 100%. Mein Sohn, Yoshi. Ja, dann bin ich hier durch. Jetzt bin ich mal bei dir gespannt. Oder? Wir machen ja, mal. Du kannst dich da bitte noch autogrammmäßig verebnen. Was hört ihr eigentlich für Musik, fragt Charlie jetzt nochmal. Ich glaube, wir hatten hier so, was hast du gesagt, Ibiza, Malle? Nee, Malle nicht. Ibiza. Ja. Dumme, was hattest du gesagt, Musik? Ja, bin ich auch auf den Geschmack gekommen. Ansonsten auch gerne mal Hip-Hop. So, ja, würde ich sagen. So die beiden Sachen. Du bist der Dominik. Beim Namen fing es schon an, ne? Hendrik schreibt, dem letzten Sponsorenabend zu urteilen, liebt der Maxi natürlich Schnittchen mit Quark. Mhm. Mhm. Interessant. Ja, sicher. Seid ihr noch ab und an bei Nando? Ab und an, ja. Wir waren auch letztes Jahr, ich glaube, zweimal eingeladen gewesen mit der Mannschaft. Jetzt schauen wir an, hier erster Verein. Ja, Spielvereinigung Tiergarten, ist ja klar. Wissen wir doch. Ja? Erstes Trikot, weiß ich gar nicht, aber ich meine, ich hab's noch ein bisschen im Kopf, was würdest du sagen? Kannst du gar nicht erraten. Echt nicht? Also ist jetzt auch nicht mein Lieblingsspieler oder so, habe ich einfach bekommen. Aber das Trikot sieht gut aus. Ist ein Klassiker. Real Madrid? Nee. Francesco Totti, Italien. Echt? Mhm. Kleiner Italiener. Geil, ne? Ich glaube, es war Totti oder Del Piero, weiß ich ja nicht. Ich glaube, Totti. Hobby? Hobby? Schlafen? Du schläfst doch gerne. Nee. Bist doch gestern auch fast eingeschlafen. Sag mal. Kaffee trinken gehen. Das, was du so gerne magst. Essen? Nein, das, was du so gerne machst, was ja auch dein Hobby war. Kochen? Nee, das, was du wirklich, wirklich mit Leidenschaft machst, gerne. Mit Leidenschaft?
Ja, zocken. Machst du doch irgendwie. Ach, zockst du echt gerne? Nein, aber ich will schon als Hobby bezeichnet. Okay. Machen wir mal hier Konsole. Konsole, krass. Aber auch weniger geworden auf jeden Fall. Okay. Rob hat nochmal gefragt, was Maxi für Haustiere hat. Ein Hund namens Benji. Hab ich mir richtig gemerkt? Richtig. Und da war noch eine Frage von Christian. Werden die Ecken in dieser Saison besser? Oh, wir arbeiten dran. Fußball-Ikone. Zidane. Auch gut, aber nee. Jetzt bin ich gespannt. Ibrahimovic? Nein. Mehr als nie kriegst du nicht. Warum ist der denn da hinten so? Diese Schlafmusik. Iniesta, mein Bester. Andres Iniesta. Oh, mein Bester. Das ist doch mein Bester. Pavel Nedved, schreibt hier jemand. Nee. Was für eine Rasse ist Benji? Labrador Border Collie. Mix. Beste Entspannung. Schlafen, oder? Schlafen natürlich. Sauna auch? Nee. Nee? Schlafen einfach. Schlafen. Also einfach nur mal schlafen. Einfach nur schlafen. Einfach schlafen. Dumme, was zockst du? Ist das eine Frage? Ja. Ich habe früher FIFA gespielt, das aber wirklich seit Jahren nicht mehr. Aber ab und zu spielen wir Among Us. Das ist so wie Werwolf online. Spielen wir mit Jungs, auch einige hier aus der Mannschaft. Ansonsten gerne mal ein, zwei Runden Call of Duty. Aber ansonsten auch nicht mehr viel. Motto. Das ist jetzt eine Aufgabe hier. Hast du ein Motto? Nee. Carpe diem, oder? Nee, das ist ja Quatsch. Wieso? Das ist ja so 0815 ist das. Wieso? Für dich doch passend. Nutze den Tag, mein Bester. Ich habe ein gutes. Echt? Kennst du eine, kennst du alle. Kennst du eine? Kennst du die? Kennst du die? Mein Bester. Lieblingssüßigkeit. Weiß ich auch gar nicht. Aber ich habe was im Kopf. Echt? Kommst du nicht drauf? Kann uns nerven. Grüße nochmal an Joshua Putze. Ehrlich, kann gerade nicht. Bin beschäftigt. Lieblingssüßigkeit. Eis. Ja, klar. Geht immer. So, Stärken. Ruhe. Komm, die Ruhe in Person. Stärken, Ruhe bewahren. Das würde ich auch einfach so stehen lassen, weil es ist ganz gut. Lieblingsort in Cottbus. Coffee Latte. Wohnzimmer. Ja, Eli, oh, ja. Wohnzimmer. Sehr gut. Nicht schlecht. Das ist top. Wie trinkst du deinen Kaffee? All Black. Nee. Bist du so ein Süßer oder was mit Zucker? Espresso, ohne Zucker mittlerweile, aber Espresso Macchiato mit ein bisschen. Ja. Ja, dann hau raus. Macchiato. Das ist eine Sünde, oder? Mhm. Beste Serie. Boah. Stärken hat jemand geschrieben, Frisur. Boah, der ist gut. Und Felix hat geschrieben, Putze soll das nächste Mal kommen. Nee, den machen wir ein anderes Mal. Den holen wir das nächste Mal, ja. Wir haben schon ein paar andere im Kopf. Beste Serie kommt, schreibe ich einfach mal. Vielleicht die siebte neue Neuverpflichtung? Stefan Scharfenberg-Hecht? Der kommt, der ist so wieder unauffindbar jetzt. Peitscht euch die Stimmung der Nordwand im Spiel an? Haben Peaky die Jungs Blinders vorhin schon mal kurz beantwortet. Ja. Pusht einen, ja. Pusht einen. Und wen soll ich mitnehmen auf eine einsame Insel? Muss ich mal schauen, was, bei mir gucken. Nee, ich muss mal schauen, was die Kampe geschrieben hat. Nee, das ist eine neue Rubrik. Ach, die haben jedes Mal neu. Welchen Mitspieler nimmst du mit auf eine einsame Insel? Ich will jetzt auch niemanden vom Kopf stoßen. Ne? Wieso, nimm doch Axel einfach mit. Ja, komm, nehme ich Axel mit. Axel, mein Bester. Axel, komm mal, mein Bester. So, was sagt die Zeit? Ey, 20:30 Punkt. Nehme ich die Nase auch noch mit hier. Unterschreib das Ding jetzt hier noch, komm. Du kannst ja, doch nicht zwei mitnehmen. Ey. Ja, aber falls Koffer. Axel nicht kann... Mein Koffer, der darf nicht raus. Mein Bester.
Schreibt doch gleich alle mit auf. Ja, würde ich gerne machen. Unterschreib bitte noch. Die Chrissy hat ein paar schöne Fotos von euch gemacht. Die Fotos werden dann natürlich auch noch ins Freundschaftsbuch geklebt. Maschallah. Bist du der Präsident von Amerika, oder? Dankeschön. Und damit kommen wir zum Quiz. Die Jungs können natürlich mitquissen und Maxi möchte auch gerne einen Gutschein gewinnen. Aber sehr gerne. Das geht natürlich für euch bei Twitch. Und ich warte jetzt mal kurz auf unser Bild. Also, zu gewinnen gibt es heute Gutscheine für die Tierparkgaststätte. Danke an die Gastronomie Schlodder. Und wir haben heute ein Quiz zur Saisonvorbereitung 2023-24. Ein paar Dinge haben wir heute schon angesprochen. Auf die werden wir jetzt in den Quizfragen auch eingehen. Die Jungs können auch einen Tipp abgeben. Und wichtig ist noch mit zu erwähnen, klar, alle Energie Cottbus Interner sind natürlich vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ansonsten wollen wir loslegen? Wir legen los. Mit Frage 1. Welche Rückennummer trug Dominik Pelivan, als er von Januar 20 bis Juni 21 bei Energie spielte? 25, 5, 15 oder 37? Sagt ihr, wenn die Zeit abgelaufen ist? Ja, warte, wir haben es recht. Mhm. Eigentlich mag ich Schafe, aber die gibt es nie im Tierpark, obwohl es Ziegen gibt. Soll ich nochmal vorlesen? Welche Rückennummer trug Dominik Pelivan, als er von Januar 2020 bis Juni 21 bei Energie spielte? 5, 37, 15 oder 25? Ja? Wer möchte antworten? 25, ab dieser Saison übrigens Rückennummer 5. 2019 und 20 hatte Paul Germann die 5, danach Patrick Storb. Dann 1920 war sie nicht vergeben, 2021 hat sie Adrian Jarosch getragen und davor Rico Gladro. 14 von euch wussten es, der Rest hat vorhin nicht gut zugehört, würde ich mal sagen. Ja, man muss auch mal eine Schelte aussprechen. Frage Nummer 2. In der letzten Saison stand Maxi Oesterhellweg in 27 Partien in der Startelf. Wie häufig wurde er danach ausgewechselt? 12 Mal, 25 Mal, 3 Mal oder 19 Mal? Weißt du auch nicht, oder? Verbraucht, oder? Ja. So. Ich wurde geschont. Zeit ist abgelaufen. Was sagst du? 25. 19 gesagt. 25 Mal, insgesamt 31 Regionalliga-Einsätze, 27 Mal Startelf, 4 Mal eingewechselt, 2 Mal durchgespielt. Siehst du? Wie viele von euch haben es gewusst? 2 Mal durchgespielt, ja, okay. Hast gut zugehört, ne? Mein Bester. 27 minus 2. Ei, nur 7. Okay. Frage Nummer 3. Klebst du eigentlich noch? Welcher Nachwuchsspieler erzielte in Großrieschen das erste Tor der diesjährigen Sommervorbereitung? Mason Grumbach, Janis Juckel, Tünay Bektaş oder Edwin Bröse? Okay. Wer möchte antworten? Mason, oder? Ich sag A.
Mason Grumbach, Torschütze in der vierten Minute, kam lediglich in der ersten Halbzeit beim Test in Groß-Rieh schon zum Einsatz. Ja. Gute Verbindung, ne? 6 von euch haben es gewusst. So, kommen wir zu Frage Nummer 4. Welches der bisherigen Testspiele in diesem Sommer wurde von den meisten Zuschauern besucht? Lübbenau, Bergen, Bad Liebenwerda oder Silo? Was war das erste Spiel? Groß-Rieschen war das erste Spiel. Ich hätte Lübbenau gesagt, so, oder? Was schätzt ihr? Lübbenau? Waren doch jetzt schon viele, oder? Lübbenau war doch das letzte, oder? Mhm. Da waren doch schon einige. Ich muss aber sagen, die Zuschauerzahl in Bergen hat mich auch erstaunt. Also Lübbenau stimmt, da waren es 1648 Zuschauer. In Bergen 1637, Bad Liebenwerda 1500 und in Silo 1125. Ja, 12 von euch wussten es auch. Machen wir Frage Nummer 5 und dann Zwischenstand? Gut, Frage Nummer 5. Wie viele Spieler kamen in den bisherigen 5 Testspielen zum Einsatz? 23, 18, 20 oder 25? Seht ihr gerade im Kopf nach? Ja. Wer will? 23? Hätte ich jetzt auch gesagt. 23? Ist vollkommen korrekt. Oh, da wart ihr euch nicht ganz einig. 12 haben ganz gut gezählt und wir schauen mal auf den Zwischenstand. Wir machen noch eine Frage und dann den Zwischenstand. Frage Nummer 6. Welcher Spieler ist momentan bester Torschütze der Sommervorbereitung? Cedric Euschen, Maximilian Oesterhelwig, Timmy Thiele oder Jonas Hildebrand? Zwei, eins. Hille. Jonas Hildebrand hat 15 Tore geschossen, Timmy Thiele 10, wie Maxi auch, unter anderem 8 Tore allein in Bergen und Cedric Euschen hat 8 Tore gemacht. Jetzt gibt es einen kleinen Zwischenstand. Also 22 kleine Statistiker gibt es auch zu Hause. Ich weiß nicht, ob die auch zu Hause sitzen, wie wir dann immer und so Strichliste führen, wahrscheinlich. Total Scores, da haben wir momentan auf Platz 1 Contestant Nummer 30. Auf Platz 2 ist Smitty Verben Jaggerman. Platz 3 macht Honey FCE. Ach, Contestant ist immer unbekannt, ne? Wenn die keine Namen haben. Alles klar. Okay, also da ist noch alles möglich. Wir kommen zu Frage Nummer 7. Welcher Spieler konnte als einziger in allen 5 Testspielen mindestens ein Tor erzielen? Timmy, Borges, Hille oder Rudolf Ndualo? So Jungs, was sagt ihr? Timmy. Nee? It isn't correct, es ist unser Capitano. Nein. Axel Borgmann hat in jedem Spiel ein Tor geschossen. Übrigens, Axel Borgmann wird auch in der kommenden Spielzeit wieder Kapitän sein, mit seinem Spielerrat Jonas Hildebrand und Jonas Hofmann. So, Hille hat nicht getroffen in Groß-Rieschen, Timmy nicht in Bad Liebenwerda und Rudolf Ndualo auch nicht in Bad Liebenwerda. Es wussten nur 3 von euch. Haben alle auf Hille gesetzt. Na gut, Frage Nummer 8. Gegen welche Mannschaft gelang dem FC Energie im Sommer 2014 der bisher höchste Testspielsieg?
Golsen, Jessen, Weißwasser oder Hoyerswerda? Gut, das... 50-50 Joker. Wollt ihr jemanden anrufen? Dann nochmal den Publikumsjoker hinterher. Telefonjoker können wir machen. Soll ich meinen raushauen? Ich sag VfB Weißwasser. Hoyerswerda. FC Lausitz-Hoyerswerda, 33:0 Sieg am 6.7.2014 in Hoyerswerda, unter anderem 13 Tore von Tim Kleindienst. Danach folgen die beiden 28:0 Siege in Bergen und Silo und der höchste Fußball-Landespokalsieg, den gab es am 18.09.1994 beim SV Golsen mit 19:1. Vorletzte Frage. Nummer 9. Für welchen Verein spielt Niklas Geißler in der neuen Saison? Vetschau, Krieschow, Luckenwalde, Babelsberg. Lasst euch da jetzt nicht irritieren. Die Musik gefällt dir, ne? So. Viele würden ihn, glaube ich, wahrscheinlich mit seinem Bruder verwechseln. Ja. Aber ich gehe mit C. Also Luckenwalde. Spielen wir ja Samstag gegen. Genau. FSV Luckenwalde gemeinsam mit Edgar Kaiser und Jonas Böhmert und Benjamin Watu, Spieler der B2 Junioren U16 in der Saison 2019-20 bei uns im Nachwuchsleistungszentrum. Und das wussten 30 von euch. Ich glaube, das ist bisher die höchste Zahl, wo ihr euch einig wart. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Da haben wir zweimal einen unbekannten User und dann auf Platz 3 Blahai. Aber ich kann ja an dieser Stelle auch einfach mal Danke sagen für dieses Quiz an Martin vom Energiemuseum, der das immer für uns zusammenstellt. Vielen, vielen Dank an dich, Martin. Und Frage Nummer 10. Wie heißt unser Neuzugang, der vor wenigen Tagen vom SC Freiburg 2 verpflichtet wurde? Alexander Prokopenko, Prokoschenko, Poposchenko oder Prosperenko? Habt ihr ihn schon kennengelernt? Wisst ihr, wie er heißt? Ja, sicher. Poposchenko ist es nicht. Prokopenko. B. Wussten auch. So. Und damit würden wir jetzt die ersten drei honorieren. Mit Gutschein für die Tierparkgaststätte. Der Fabi wird das gleich mal einblenden. Also, zwei unbekannte User, schreibt uns mal bitte eine Nachricht, dass ihr das seid. Dann können wir irgendwie Kontakte tauschen. Und herzlichen Glückwunsch auch an Blahai an dieser Stelle. Alle anderen bitte nicht traurig sein. Es wird natürlich auch das nächste Mal wieder ein Quiz geben, gemeinsam mit dem Energiemuseum. Und wir werden demnächst dann auch Plätze verlosen für die Sendung Rot-Weiß. Dann könnt ihr live hier mit dabei sein. Das funktioniert dann über YouTube. Da könnt ihr nämlich Topscorer werden und Kanalmitgliedschaft in Liga 1 beantragen. Dann habt ihr auf jeden Fall die Chance und landet im Lostopf, heißt das, im Lostopf. So, jetzt noch die aktuellen Infos. Also wir haben mittlerweile über 1800 Dauerkarten verkauft. Die stehen natürlich auch noch im Verkauf. Holt euch noch welche und ansonsten haben wir morgen den nächsten Test gegen den polnischen Erstligisten Zagłębie, ich lerne es nicht mehr, Lubin auf jeden Fall. 18 Uhr in Hohenleipisch auf dem VfB Sportgelände und Fabi hat gerade in der Regie gelacht, er wird das morgen kommentieren. Du wirst den Namen öfter sagen müssen als ich jetzt das eine Mal. Dann geht's am Samstag weiter gegen den FSV Luckenwalde, 13 Uhr im Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde. Und es wurde auch noch ein Testspiel anberaumt, und zwar am 18. Das ist dann nächste Woche Dienstag, 18 Uhr, da geht es gegen Hertha 2. Wie gesagt, wo das ausgetragen wird, steht noch nicht fest.
Und ansonsten gibt es natürlich auch schon den neuen Spielplan. Das erste Spiel wird dann auswärts stattfinden. Am 30. Juli, Sonntag, 13 Uhr im Stadion Lichterfelde gegen Viktoria Berlin. Zum ersten Heimspiel kommt dann Rot-Weiß Erfurt. Und danach gibt es dann auch schon das DFB-Spiel gegen SC Paderborn. Und damit sage ich Danke an unsere heutigen Gäste. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Sehr gerne. Immer wieder. Sollte ich jetzt eigentlich noch fragen, wer das nächste Mal kommen soll? Ja, auf jeden Fall. Ich würde Maxi erstmal den Vortritt überlassen. Paul Milde möchte ich hier nächstes Mal sehen. Auf den freue ich mich ganz besonders. Und von mir ein weiterer Neuzugang, Rudi Endualo. Jungs, ihr wisst Bescheid. Wir sagen auf jeden Fall Danke. Ihr dürft gerne unsere Glocke abonnieren, uns auf YouTube abonnieren. Und wie gesagt, wenn ihr die Testspiele schauen wollt, dann bitte Kanalmitgliedschaft abschließen. Wir leben auch nicht von Luft und Liebe. Ihr müsst uns da ein bisschen unterstützen. Bei Twitch seid immer gerne mit dabei, abonniert. Und alle, die Amazon Prime haben, haben einmal im Monat so einen freien Zugang zu Twitch. Das könnt ihr dann natürlich auch für Rot-Weiß nutzen. Wir sagen Danke an dieser Stelle, freuen uns auf Ausgabe Nummer 4 am 26. Juli, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Dominate nation.